Hallo zusammen, willkommen zu ZDF heute live. Schön, dass ihr dabei seid. Deutschland bekommt eine neue Partei. Sarah Wagenknecht wird jetzt gleich das Bündnis Sarah Wagenknecht vorstellen. Nach eigenen Angaben soll die Partei für Vernunft und Gerechtigkeit stehen. Ja, was ist davon zu erwarten? Wie stehen die Chancen, dass sich dieses Bündnis in der Parteienlandschaft etabliert und welche Auswirkungen wird das haben? Darüber wollen wir gleich reden, aber jetzt gehen wir erstmal nach Berlin zur Pressekonferenz. Bis gleich. Auf ihre Plätze begeben, damit wir dann pünktlich starten können. Ja, guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz. Herzlich willkommen auch unseren Gästen zu meiner Rechten und zu meiner Linken. Es geht heute um die Gründung einer neuen Partei, wie sie heißt und wie die weiteren Entwicklungen sind, werden wir alles gleich hören. Dr. Sarah Wagenknecht sitzt neben mir, Amira Mohamed Ali und Christian Leie sind alle drei Mitglieder des Bundestages. Auf der anderen Seite herzlich willkommen Professor Sherwin Hakschenow, Fabio De Masi, ehemaliges Mitglied des Bundestages, und Thomas Geisel, der Oberbürgermeister von Düsseldorf war. Und Sie sind Hochschullehrer, das habe ich noch nicht erwähnt. Wir fangen gleich an. Frau Dr. Wagenknecht hat das Wort. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, heute Vormittag haben wir die Partei Bündnis Sarah Wagenknecht Vernunft und Gerechtigkeit, kurz BSW, gegründet. Anwesend waren 44 Gründungsmitglieder, ein Teil davon war früher Mitglied der Linken, ein Teil war Mitglied einer anderen demokratischen Partei und es waren auch einige anwesend, die sich bisher noch nie parteipolitisch engagiert haben. Dabei waren Gewerkschafter und Unternehmer, Ärzte und Sozialarbeiter, Professoren, Abgeordnete und Theologen. Programmatisch haben wir Ihnen heute nicht so viel Überraschendes anzubieten. Das Parteiprogramm der neuen Partei, das erste Parteiprogramm, orientiert sich stark am Gründungsaufruf des Vereinsbündnis Sarah Wagenknecht. Wir werden jetzt in einem längeren Prozess, voraussichtlich bis zur Bundestagswahl, ein detaillierteres Parteiprogramm erarbeiten. Und wir werden dafür Expertenräte gründen und auch externen Sachverstand einbeziehen. Denn anders als andere Parteien wollen wir tatsächlich die Programmatik gemeinsam mit denen entwickeln, die von den Problemen im Land in ihrem Alltag betroffen sind und die oft besser als hauptamtliche Politiker wissen, welche Veränderungen ihnen wirklich helfen würden. Wir haben heute einen ersten Parteivorstand gewählt. Details wird gleich Amira Mohamed Ali vorstellen. Wir sind mit diesem Vorstand übrigens die einzige bundesdeutsche Partei mit gleich zwei Quereinsteigern, zwei erfolgreichen Persönlichkeiten aus der Wirtschaft im engsten Führungskreis. Wir haben außerdem eine Satzung beschlossen, die unserem Anliegen Rechnung trägt, kontrolliert und langsam zu wachsen, was die Mitgliedschaft angeht. Wer uns sofort unterstützen möchte, den bitten wir, auf unserer Webseite sich als Förderer oder Unterstützer anzumelden. Förderer und Unterstützer kann jeder sofort werden. Und wenn sich viele Menschen für diesen Weg entscheiden, würde uns das sehr helfen. Die Europawahl wird die erste Wahl sein, zu der das BSW antritt. Danach folgen drei Wahlen in Ostdeutschland. Und wir sind zuversichtlich, bei allen drei Wahlen mit kompetenten Landeslisten antreten zu können. Gerade in Bezug auf die ostdeutschen Landtagswahlen wird ja derzeit oft davon geredet, dass die Demokratie in Deutschland gefährdet wäre. Es ist unseres Erachtens oder wäre unseres Erachtens hilfreich, wenn in dieser Debatte nicht immer wieder Ursache und Wirkung verwechselt würden. Denn die Demokratie in unserem Land wird in erster Linie gefährdet durch eine Politik, von der sich immer mehr Menschen im Stich gelassen oder aber vor den Kopf gestoßen fühlen. Hier direkt vor der Tür protestieren heute und auch im ganzen Land die Landwirte, weil sie zu Recht nicht einsehen, dass sie für die Unfähigkeit der Ampel, einen soliden Haushalt aufzustellen, am Ende bezahlen sollen. So wie Ihnen geht es ganz vielen Menschen hier im Land, auch wenn viele ihren Groll derzeit noch nicht auf die Straße tragen. Sie erleben eine Regierung, die keinen Plan hat, außer ihnen das ohnehin knapper gewordene Geld aus der Tasche zu ziehen.
Sie erleben einen Bundeskanzler, der sprachlos wirkt, selbst wenn er lange Reden hält. Und Sie erleben eine Opposition, die zu großen Teilen tatsächlich auch die Politik der Regierung mitträgt. Und dann wundert man sich über Wut, Protest und Denkzettelwahlen. Und Politiker beschweren sich über ein Volk, das es irgendwann einfach satt hat, so von ihnen behandelt zu werden. Wir haben die neue Partei gegründet, damit diese falsche Politik, damit die Unfähigkeit und Arroganz hier im Berliner Regierungsbezirk, die unsere Land spaltet, unsere Zukunft verspielt und unsere Demokratie gefährdet, damit das überwunden werden kann. Vielen Dank, Frau Dr. Wagenknecht. Es geht weiter mit Frau Mohamed Ali. Ja, meine Damen und Herren, in der Tat. Heute haben wir es geschafft, die neue politische Kraft aus der Taufe zu heben, die unser Land so dringend braucht. Unser erster Parteivorstand besteht aus Sarah Wagenknecht und mir als Parteivorsitzende, Christian Laie, als dem Generalsekretär Lukas Schön, dem Geschäftsführer Ralf Suikert, dem Schatzmeister und Professor Sherwin Hakschenow, dem stellvertretenden Vorsitzenden. In den vergangenen Wochen sind viele Menschen auf uns zugekommen, die bisher nicht in der Politik waren, aber die sich jetzt politisch engagieren wollen, weil sie mit uns gemeinsam unser Land wieder nach vorne bringen möchten. Und einer von ihnen ist Professor Sherwin Hakschenow. Und wir freuen uns wirklich sehr darüber, dass er bereit ist, unsere Partei zu unterstützen. Seine jahrelange Führungserfahrung in einem Industriekonzern und seine herausragende Kompetenz im Projektmanagement anspruchsvoller Vorhaben wird sehr, sehr hilfreich für uns sein. Wir wissen, es geht um viel und wir sind bereit dafür. Dankeschön. Vielen Dank. Und das Wort haben Sie gleich. Bitte schön, Herr Professor Hakschenow. Ja, vielen Dank. Ich darf Sie auch herzlich begrüßen. Mein Name ist Sherwin Hakschenow und ich war bis zum heutigen Tag kein Politiker. Im Rahmen der heutigen Gründungsversammlung wurde ich zum stellvertretenden Parteivorsitzenden gewählt. Zu meiner Person. Ich bin 48 Jahre alt, in Teheran geboren und lebe seit meinem 10. Lebensjahr in Deutschland. Als Quereinsteiger bringe ich 25 Jahre Berufserfahrung mit, zum einen aus der Wirtschaft durch Führungsaufgaben in einem internationalen Baukonzern und Aufbau eines eigenen Unternehmens, zum anderen aus der Wissenschaft durch die Arbeit als Universitätsprofessor. Wolfgang Thierse hat einmal gesagt, die Demokratie ist unser wertvollstes Gut, sie zu erhalten ist Aufgabe und Verpflichtung zugleich. Das ist der Grund, warum ich heute hier bin. Schauen wir uns die Wahlbeteiligung und die Umfragen an, ist es absehbar, dass bei der nächsten Bundestagswahl weniger als 50% der Wahlberechtigten ihre Stimme für eine der sogenannten demokratischen Parteien der Mitte abgeben werden. Die Mehrheit hat das Vertrauen in diese etablierten Parteien verloren. Auch das Vertrauen in die Medien nimmt leider immer mehr ab. Für mich sind das alarmierende Entwicklungen, die eine ernsthafte Bedrohung für den Fortbestand unserer Demokratie darstellen. Und auch ich habe in den vergangenen Jahren Vertrauen verloren. Es ist aber keine abstrakte Enttäuschung, sondern die Tatsache, dass konkrete politische Ziele nicht mehr glaubwürdig vertreten werden. Ich möchte gern einige Punkte nennen, die mich aufgrund meiner eigenen Biografie sehr bewegen. Beispiel Außenpolitik. Als jemand, der Erinnerungen daran hat, als Kind in einem Land groß zu werden, in dem es einen Krieg gab, bin ich erschüttert, dass unsere Außen- und Sicherheitspolitik immer mehr darauf ausgerichtet wird, dass unser Land, dass Deutschland immer mehr an militärischen Einsätzen beteiligt ist, statt durch Diplomatie und Entspannungspolitik unseren Einfluss in der Welt für Frieden geltend zu machen. Gerade mit unserer Geschichte haben wir eine große Verantwortung. Beispiel Bildungspolitik. Als meine Eltern nach Deutschland kamen, hier von vorne anfingen, lebten wir viele Jahre von Sozialhilfe. Später machte ich die sehr prägende Erfahrung, dass sozialer Aufstieg durch Integration und durch Bildung möglich ist. Heute haben wir es nicht nur mit einem Versagen in der Integrationspolitik zu tun, sondern auch mit einem maroden Bildungssystem, das soziale Ungerechtigkeit manifestiert und zudem den Fachkräftemangel beschleunigt. Beispiel Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik. Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass gute Rahmenbedingungen für unsere Industrie, für den Mittelstand, für die vielen Selbstständigen, aber auch faire Löhne und sichere Arbeitsplätze zwei Seiten derselben Medaille sind. Viele Unternehmer sind sich der Verantwortung für ihre Arbeitnehmer sehr bewusst, im Gegensatz zu anonym geführten Großkonzernen oder globalen Finanzinvestoren. Es ist kein Widerspruch, sich für die Interessen der vielen fleißigen Menschen in unserem Land und für gute wirtschaftliche Rahmenbedingungen einzusetzen.
Die meisten Menschen wollen doch einfach nur, dass ihre Regierung nicht irgendwelche Ideologien verfolgt, sondern schlicht eine rationale Politik macht, die ihre Lebensbedingungen verbessert. Und dass es in unserem Land wieder gerecht zugeht. Ich weiß, dass es viele Menschen gibt, die gerade deswegen ihre Hoffnungen in unser Bündnis setzen. Als Bauingenieur und Unternehmer ist mir der Aufbau von Neuem nicht fremd. Ich freue mich daher sehr, dass ich meine Erfahrungen an dieser Stelle einbringen darf, um zu unterstützen. Und ich möchte zu einer politischen Kultur beitragen, in der Menschen sich gerne in der Demokratie engagieren. Meine Damen und Herren, Sie können sich vorstellen, dass der heutige Schritt für mich keine einfache Entscheidung war. Ich bin aber zutiefst davon überzeugt, dass wir in Deutschland eine neue Kraft brauchen, die den Menschen Zuversicht gibt, dass Politik wieder ihre Interessen vertritt und zugleich die Demokratie stärkt. Und ich bin auch davon überzeugt, dass die neue Partei mit ihrer programmatischen Ausrichtung erfolgreich sein wird. Daher habe ich mich entschieden, nicht mehr an der Seitenlinie zu stehen, sondern mich auf den Platz zu begeben. Vielen Dank. Vielen Dank. Und Herr Leier hat das Wort. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, in einer Zeit, in der die Regierung nicht in der Lage ist, das Land gerecht durch die Krisen zu führen, in Zeiten der Spaltung, in denen die Gesellschaft politisch an sich selbst verzweifelt, soll unsere Gründung ein Zeichen der Hoffnung sein. Wir werden am 27.01. unseren ersten Parteitag in Berlin abhalten. Dort wird auch unsere Europaliste gewählt werden und unseren Vorschlag für die beiden Spitzenkandidaturen möchte ich Ihnen heute vorstellen. Während draußen die Bauern gegen eine ungerechte und undurchdachte Finanzpolitik protestieren, setzen wir mit Fabio De Masi einen über die Parteigrenzen hinweg respektierten Wirtschafts- und Finanzpolitiker, der bei der Aufklärung von Finanzskandalen den Bundeskanzler vor sich hertrieb. Während in der Bundes- und in der Europapolitik unkluge politische Entscheidungen getroffen werden, die von den Kommunen ausgebadet werden müssen, schlagen wir einen Mann der Praxis vor. Thomas Geisel war lange Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Düsseldorf und wird seinen Sachverstand und seine Erfahrung in den Wahlkampf einbringen. Danke. Dann geht es mit Herrn De Masi weiter. Sehr verehrte Damen und Herren, meine politische Laufbahn begann vor 10 Jahren im EU-Parlament. Für mich hat das Ganze von daher etwas von zurück in die Zukunft. Bis kürzlich habe ich mich heftig gegen ein neues politisches Mandat gesträubt. Es gab aber mehrere Schuldige für meinen Sinneswandel. Erstens die Ampelkoalition, die mit ihrer desaströsen Politik die Erntehelfer der AfD in diesem Land sind. Zweitens die Beharrlichkeit von Sarah Wagenknecht, Christian Leier und vielen Menschen, die mich an meine eigene politische Verantwortung in diesen Zeiten erinnert haben. Und drittens spannende Mitstreiter, darunter Thomas Geisel und weitere Überraschungen, die Sie in den nächsten Wochen verfolgen können. Der Kanzler an der Spitze der größten Volkswirtschaft Europas hat nicht nur Erinnerungslücken bei Cum-Ex, sondern auch keinen Plan für die Zukunft. In Hamburg versprach er einen Elbtower und lobte René Benko über den grünen Klee. Heraus kam eine Bauruine. In Deutschland versprach er ein Wirtschaftswunder und wir stecken in der Rezession. Die SPD steht in Sachsen noch bei 3%. Die AfD könnte dort die absolute Mehrheit der Sitze erringen. Früher hätte ein Bundeskanzler bei einer solchen Performance einen Job als Frühstücksdirektor angeboten bekommen. Wir sind innerhalb der EU eines der Schlusslichter bei der öffentlichen Investitionsquote. Die Ampel hat sich entschieden, trotz Ukraine-Krieg und Energiepreisschock damals zur Schuldenbremse zurückzukehren, statt sich ehrlich zu machen und damit eine Verfassungs- und Haushaltskrise ausgelöst. Der Bauernaufstand zeigt, wie groß der Druck im Kessel in Deutschland ist. Wir steigen ab bei der Infrastruktur wie der Bahn, sowie der Lese- und Mathekompetenz unserer Kinder. Die Bildungsungleichheit hat sich dramatisch verschärft während der Corona-Krise. Wir haben eine Wohnungskrise, die die Mieten treibt und die Reallöhne auffrisst. Außer Italien ist in keinem anderen G7-Staat sind die Reallöhne so stark gesunken seit der Corona-Krise wie in Deutschland. Nun wurden die Mehrwertsteuern wieder angehoben, die die Preise treiben werden und jenen mit schmalen Schultern das Kreuz brechen. Eine Studie unter anderem der schwedischen Zentralbank kam zum Ergebnis, dass eine solche Politik rechte Parteien in Europa stärkt. Mit jeder Woche, in der diese Regierung Deutschland führt, verliert unser Land und Europa auf Jahre hinaus die Zukunft. Wir hatten bereits vor der Zeitenwende einen Verteidigungsetat, der der Atommacht Frankreichs entsprach, aber in einem schwarzen Loch versickerte.
Ursula von der Leyen wurde damals für ihren Berater- und Beschaffungsfilz auch noch zur EU-Kommissionspräsidentin befördert. Dies ist ein Symbol für den Verfall politischer Verantwortung. Weniger ist mehr. Ich möchte ein Europa, das seinen Job macht und sich auf die Dinge konzentriert, wo es einen Unterschied für die Menschen machen kann. Dies betrifft etwa die Minimumbesteuerung internationaler Konzerne, um unseren Mittelstand zu schützen, die Abschöpfung von Übergewinnen im Energiesektor, die Unterbindung von Lohndumping im Binnenmarkt und den Schutz ortsüblicher Tariflöhne, damit Zustände wie in unseren Schlachthöfen nicht um sich greifen, die Reform des Beihilfe- und Vergaberechts für eine aktive Industriepolitik und eine Reform der europäischen Schuldenbremsen, um Investitionen zu ermöglichen, die Förderung einer digitalen europäischen Infrastruktur, um unsere Abhängigkeit von Big-Tech-Konzernen aus den USA zu verringern, und eine Agrarpolitik, die die Landwirte nicht internationalen Getreidebörsen oder den Aldi-Brüdern ausliefert. Wir brauchen auch diplomatische Initiativen im Ukraine-Konflikt und angesichts der Tragödie im Gaza. Meine Damen und Herren, die teilweise heftigen Reaktionen auf meine Kandidatur haben mir gezeigt, die politischen Mitbewerber sind nervös und dazu sollten sie auch einen Grund haben. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Masi. Herr Geisel hat das Wort. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich bin ja bereits vorgestellt worden, Thomas Geisel. Ich war 6 Jahre lang Oberbürgermeister von Düsseldorf. Davor war ich 15 Jahre lang in leitenden Funktionen in der Energiewirtschaft tätig. Ich war 40 Jahre lang Mitglied der SPD. Heute habe ich mich dem Bündnis Sarah Wagenknecht Vernunft und Gerechtigkeit angeschlossen. Maßgeblich dafür waren vor allem 3 Gründe. Erstens, ich kann mich nicht erinnern, dass unser Land sich jemals in einem so schlechten Zustand befunden hat wie heute. Aus dem Modell Deutschland der Ära Helmut Schmidt ist ein Sanierungsfall geworden. Und die Probleme sind ganz überwiegend hausgemacht. Unsere Verkehrsinfrastruktur ist in einem beklagenswerten Zustand. Der Ausbau der Stromnetze und damit die Energiewende kommt nicht voran. Und bei der Digitalisierung ist Deutschland mittlerweile abgehängt. Immer mehr Bürokratie lähmt unternehmerische Initiative. Und was vielleicht noch schlimmer ist, sinnlose Verbote und Symbolpolitik gefährden den Industriestandort. Bestes Beispiel ist vielleicht das Verbot von Verbrennermotoren ab dem Jahr 2035. Damit werden nicht nur Hunderttausende von qualifizierten Arbeitsplätzen in Deutschland aufs Spiel gesetzt. Damit wird der Industrie auch jeder Anreiz genommen, sparsamere Motoren zu entwickeln. Und letztlich wird damit auch dem Klimaschutz ein Bärendienst erwiesen. Zweitens, Voraussetzung für einen funktionierenden Sozialstaat ist der soziale Zusammenhalt. Und der ist in Deutschland zunehmend gefährdet. Die Schere zwischen Arm und Reich geht immer weiter auf. Wer heute reich geboren wird, bleibt in der Regel reich. Und wer arm geboren wird, hat immer weniger die Chance, durch Fleiß und Anstrengung nach oben zu kommen. Aus einer Leistungsgesellschaft droht eine Besitzstandsgesellschaft zu werden. Wer sich private Bildung, Kliniken und Sicherheitsdienste leisten kann, entzieht sich immer mehr der gesellschaftlichen Solidarität. Und nach unten entwickeln sich Parallelgesellschaften, namentlich in migrantischen Milieus, die durch unkontrollierte Zuwanderung wachsen und immer schwieriger zu integrieren sind. Doch statt massiv in ein Bildungssystem zu investieren, das soziale Gerechtigkeit, das Chancengleichheit verwirklicht, verstecken wir uns hinter Identitätspolitik und führen Genderdebatten. Und für eine Steuerpolitik, die den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärkt, die Leistung honoriert und soziale Durchlässigkeit fördert, fehlt der Mut, vielleicht auch die Fantasie. Drittens, Deutschland unter sozialdemokratischer Führung stand immer für eine Politik des Friedens, der Entspannung und der Stabilität in internationalen Beziehungen. Ich darf erinnern, Willy Brandt hat hierfür 1971 den Friedensnobelpreis erhalten und Gerhard Schröder gemeinsam mit Jacques Chirac hat uns im Jahr 2001 vor einer Teilnahme am Irakkrieg bewahrt. Heute ist Deutschland Hauptwaffenlieferant der Ukraine in einem Krieg, der nicht gewonnen werden kann. Die gegenwärtige Bundesregierung möchte unser Land kriegstüchtig machen, redet einem neuen Kalten Krieg das Wort und beteiligt sich an Wirtschaftssanktionen gegen Russland, die dem eigenen Land definitiv mehr schaden als Russland. Es ist leider so, Sozialdemokraten, die sich in der Tradition von Willy Brandt und Helmut Schmidt sehen, sind in der SPD heimatlos geworden. Aber was noch schlimmer ist, immer mehr Menschen scheinen die Hoffnung aufgegeben zu haben, dass Politik noch irgendetwas Gutes bewirken kann. Sie wenden sich ab, begegnen der Politik mit Wut und Sarkasmus
und wählen Protest oder gar nicht. Das Bündnis Sarah Wagenknecht, Vernunft und Gerechtigkeit stellt sich diesem Trend entgegen. Diese Partei steht für eine Politik, für eine Wirtschaftspolitik mit Sachverstand, Vernunft und Augenmaß. Sie steht für eine Politik, die soziale Durchlässigkeit und gesellschaftliche Dynamik fördert, individuelle Leistung honoriert und den sozialen Zusammenhalt wiederherstellt. Und sie steht für eine Außenpolitik, die im deutschen und europäischen Interesse auf Frieden, Entspannung und Stabilität setzt. Wir sind eine Partei, die nicht beschönigt, sondern die Tatsachen, so wie sie sind, zur Kenntnis nimmt. Eine Partei, die nicht in ihrer eigenen Blase verharrt, sondern Impulse von außen aufnimmt. Und vor allem, die nicht Ressentiments bedient, sondern nach vernünftigen Lösungen strebt. Deshalb bin ich dabei. Vielen Dank, Herr Geißel. Wir kommen jetzt zu Fragen. Ich sage nur mal an, ich habe hier schon mehr als ein Dutzend Fragen auf meinem Zettel stehen, die sich ergeben hat. Ich kann nicht mehr sicherstellen, dass ich hier alles in der Reihenfolge, dass ich hier in der Reihenfolge der Meldungen vorgehe. Ich werde das hier ein bisschen geografisch machen, möchte daran erinnern, dass wir eine Frage und höchstens aber nicht zwingend eine Nachfrage haben, damit alle noch drankommen. Je weniger Nachfragen wir haben, desto mehr kommen dran. Ganz klar. Und ich bitte noch, den Adressaten zu nennen. Und bei Ihnen geht es bitte los. Bitte, mein WR. Ich habe eine Frage an Herrn Geißel. Herr Geißel, Ihr stellvertretender Parteivorsitzender hat eben gesagt, wie wichtig Glaubwürdigkeit der Politik und der Demokratie ist. Wie passt dazu, dass Sie noch vor kurzem, vor vier Wochen etwa, als Sie 40-jähriges Parteijubiläum der SPD hatten, gesagt haben, dass Sie für immer Sozialdemokrat bleiben wollten? Und heute als Spitzenkandidat einer anderen Partei nach Brüssel gehen wollen. Man könnte den Eindruck bekommen, es liegt daran, dass es ein sehr lukratives Mandat dort ist und weniger mit der neuen Partei zusammenhängt. Also wie erklären Sie diesen Sinneswandel? Das ist überhaupt kein Sinneswandel. Ich habe diesen Satz damals bei meiner Ehrung sehr bewusst so gesagt. Wer meine gesamte Rede bei diesem Anlass gehört hat, wird gemerkt haben, dass ich schon damals sehr deutlich gemacht habe, dass Sozialdemokraten, wie gesagt, die sozialisiert wurden in der Zeit von Willy Brandt und Helmut Schmidt, mittlerweile heimatlos in der SPD geworden sind. Ich habe nicht gesagt, ich werde mein Leben lang Mitglied der SPD bleiben. Ich werde mein Leben lang meinen sozialdemokratischen Grundsätzen treu bleiben. Und die sehe ich in dieser neuen Partei besser aufgehoben als in der SPD. Dann zum Wann kam denn das Angebot, Mitglied dieser Partei zu werden? Ich bin mit Sarah Wagenknecht seit langer Zeit im Gespräch. Wir kennen uns genau genommen eigentlich seit über 30 Jahren. Wir sind etwas enger im Kontakt, wir haben bei uns zu Hause eine Einrichtung, die nennt sich Politischer Salon. Da hatte ich Sarah Wagenknecht mal eingeladen. Seither sind wir regelmäßig im Kontakt und der engere Kontakt, auch das Thema Mitglied dieser neuen Partei zu werden, die ist in den letzten 2 Monaten in vielen Gesprächen gewachsen. So, dann geht es dahinter weiter. Pauline Eckes von Agenda Tag. Viele unterstützen die Frau Wagenknecht deshalb, weil eben die Linke nicht links genug ist. Da stellt sich aber die Frage, inwiefern ist denn das Selbstverständnis der BSW, eine linke Partei zu sein und wie spiegelt sich das in den Inhalten wider? Ja, also viele Menschen können ja einfach mit diesen Labels links oder auch rechts nicht mehr viel anfangen. Und das ist ein Kernproblem. Wenn man eine linke Identität so definiert, dass dafür essentiell ist, sich für soziale Gerechtigkeit einzusetzen, eine Stimme auch derer zu sein, die in unserer Gesellschaft immer unter die Räder kommen, die seit Jahren von der Politik vergessen wurden. In dem Sinne, natürlich treten wir dieses Erbe an und wollen es auch ausdrücklich. Aber für viele Menschen ist links ja heutzutage mit ganz anderen Debatten besetzt. Da geht es um Genderfragen, da geht es um Lifestyle-Fragen und davon fühlen sie sich nicht mehr vertreten. Und deswegen werden wir diese Labels nicht für uns benutzen. Sie werden ihr Urteil finden, wie sie uns einordnen. Aber diese Tradition, die eine linke Tradition natürlich immer gewesen ist, soziale Gerechtigkeit, weniger Ungleichheit, ein gesellschaftlicher Zusammenhalt oder auch das Bestreben nach Frieden, nach Entspannungspolitik.
Ich meine, es ist ja völlig absurd, dass heutzutage irgendwie Waffenlieferungen und Rüstungsexporte in Kriegsgebiete als links gelten. Das ist ja völlig aberwitzig. Immer war das eigentlich eine linke Position, dafür zu werben, dass Konflikte diplomatisch auf dem Verhandlungsweg gelöst werden. Und das wird etwas sein, das haben Sie ja auch in den Eingangsbeiträgen gehört, was unsere Partei ausmachen wird und was wir auch sehr, sehr deutlich vertreten. Würde sich dafür aussprechen, das individuelle Recht auf Asyl abzuschaffen? Gehört das aus Ihrer Sicht zu den Dingen, den Linken eigentlich Forderungen, die Sie nicht mehr vertreten? Ich glaube, das ist missverstanden worden. Es steht sehr deutlich in der Erklärung und wir sind uns da auch völlig einig, dass selbstverständlich, wenn Menschen politisch verfolgt werden, dass sie dann auch ein Recht auf Schutz haben. Das Problem ist, dass so wie die Gesetze heute ausgestaltet sind, das zu sehr langen Verfahren führt und in der Regel nicht dazu, dass Menschen, die verfolgt werden, in erster Linie Schutz bekommen, sondern das sehen wir ja an den Zahlen, noch nicht mal 1% derer, die einen Asylantrag stellen, wirklich auch ein Asylrecht haben. Und deswegen wollen wir, dass tatsächlich auch nicht nur diejenigen, die teure Schlepper bezahlen können, nach Europa kommen. Deswegen sind wir für Asylverfahren an den Außengrenzen. Ich habe vor kurzem wieder ein Schreiben bekommen von jemandem aus Afghanistan, der dort gearbeitet hat für die Deutschen und der völlig im Stich gelassen sich fühlt und verfolgt wird und Angst hat und nicht viel Geld hat und keine Schlepper bezahlen kann. Kommen solche Menschen überhaupt nach Deutschland? Zurzeit nicht. Das heißt, die bisherige Asylpolitik ist eindeutig verfehlt. Wir haben eine unkontrollierte Migration. Die Zahlen sind zu hoch, da sind wir uns einig. Gleichzeitig, und das ist uns allerdings auch ein Anliegen, sollte und muss Deutschland mehr dafür tun, dass Menschen in ihrer Heimat auch wieder Perspektiven haben. Da geht es um viele Fragen, um eine andere Wirtschaftspolitik. Da geht es aber eben auch zum Beispiel wieder um die Frage, Konflikte friedlich zu lösen. Überall, wo Kriege entstehen, entsteht Flucht und entsteht die Notwendigkeit, dass Menschen ihre Heimat verlassen. Auch das gehört zu diesem Thema natürlich sehr, sehr zwingend dazu. Aber die bisherige Asylpolitik führt eben genau nicht dazu, dass in erster Linie die Menschen Schutz erhalten, die ihn brauchen, sondern es ist ein Selektionsmechanismus. Man muss zunächst mal Geld haben, man kann dadurch in die EU kommen. Und am Ende haben wir Zahlen in Deutschland, wo wirklich Integration versagt und dass das so nicht weitergehen kann. Sie können mit jedem Kommunalpolitiker in Deutschland sprechen, der Ihnen das bestätigen wird. Hier muss sich dringend etwas verändern. Herr Geisel, Sie waren ja indirekt angesprochen. Ich darf darauf verweisen, ich während meiner Amtszeit als Oberbürgermeister von Düsseldorf, ich glaube, es gab kaum eine Stadt, wo es eine so lebhafte Willkommenskultur gab. Die ganze Stadtgesellschaft hat sich beteiligt, Flüchtlinge aufzunehmen. Man muss nur einfach sagen, das individuelle Grundrecht auf Asyl ist kein geeignetes Instrument, weil es tatsächlich die Tür öffnet für eine unkontrollierte Zuwanderung. Und die bringt, und das sage ich als ehemaliger Kommunalpolitiker, die bringt die Kommunen einfach an ihre Grenzen. Es muss gewissermaßen so gesteuert werden können, dass wir möglichst vielen, die Hilfe bedürfen, aufnehmen können, aber eben nur bis zur Grenze der Integrationsfähigkeit. Das ist ein Thema, da geht es ja nicht nur um Unterbringung, da geht es um wirkliche Integration, um Kindergärten, um Schulen, um Integration durch Arbeit. Und wenn Sie mit Kommunalpolitikern sprechen, alle werden Ihnen sagen, wir sind mittlerweile am Limit. Es ist eine Grenze erreicht bei allem besten Willen. Und ich glaube, gerade unter meiner Führung in Düsseldorf war der Wille sehr, sehr gut. Aber wir müssen die Tatsachen zur Kenntnis nehmen. Und von daher glaube ich, ist es in der Tat richtig, hier, wie Sarah Wagenknecht sagt, dass man das Verfahren neu gestaltet, so wie es gegenwärtig läuft, ist es, glaube ich, wirklich, bringt es die Kommunen jenseits der Grenze. Wissen Sie, die Kanzlerin hat damals gesagt, wir schaffen das. Wer hat es denn geschafft? Es waren die Kommunen, das war ja nicht die Bundespolitik, sondern es wurde im Prinzip, die Arbeit wurde gewissermaßen abgelagert auf die Kommunen. Die haben das Menschenmögliche getan, aber irgendwann sind Grenzen erreicht. Jetzt schaffen wir die nächste Frage. Die geht gleich daneben weiter. Die nächste, Frau Dudin. Frau Wagenknecht, Sie haben bereits die Bauern angesprochen. Herr Reichel hat die Verbrennermotor angesprochen. Was sind denn Ihre Ideen für eine Klimapolitik und die Grundsätze von Transport? Ist das überhaupt relevant für Sie? Ja, natürlich ist der Klimawandel eine ernste Herausforderung. Das steht ja auch in unserem ersten Parteiprogramm, dass wir natürlich
Initiativen für sinnvoll halten, aber dass das auch mit Ehrlichkeit geschehen muss. Und es nützt ja nichts, wenn wir uns eine Wünsch-dir-was-Welt vorstellen. Erstens kann Deutschland das alleine nicht bewältigen. Also wir haben ja alle gesehen bei der letzten Klimakonferenz, dass das global sehr unterschiedlich diskutiert wird. Und zweitens sollten wir in Deutschland die Schritte gehen, die sinnvoll sind. Also nehmen wir ein Beispiel. Das Heizungsgesetz ist nicht sinnvoll. Und ich glaube, dass es wirklich völlig aberwitzig ist, dass die Koalition, die also immer noch ihren Haushalt ja nicht irgendwie auf die Reihe gebracht hat, also es ist ja immer noch nicht klar, wie jetzt die Löcher gestopft werden, ausgerechnet an diesem sinnlosen Heizungsgesetz festhält, während gleichzeitig ein anderer Weg, auch bei der Wärme deutlich CO2 zu reduzieren, nicht mit entsprechenden Unterstützungen gegangen wird, nämlich die kommunale Wärmeplanung. Also alle, die sich etwas auskennen, mit denen ich gesprochen habe, sagen mir übrigens auch Kommunalpolitiker, dass der Ausbau der Fernwärme und eine Umgestaltung der Fernwärme in Richtung klimaneutraler Ressourcen ein sehr viel realistischerer Weg wäre, als dass jetzt in lauter alte Häuser Wärmepumpen eingebaut werden. Also erstens ruiniert das viele Menschen, weil sie die Kosten nicht stemmen können. Und zweitens kann man ältere Häuser einfach mit einer Wärmepumpe nicht warm bekommen. Andere Länder zeigen, bei der Fernwärme gibt es viele neue Verfahren, um aus Abwasser Wärme zu entnehmen. Also es gibt da schon sehr viele Möglichkeiten. Realistisch ist es allerdings so, dass die Kommunen in Deutschland kein Geld haben, also die meisten Kommunen nicht. Und ich habe mit Bürgermeistern gesprochen, sogar von wohlhabenden Kommunen, die mir gesagt haben, naja, also da sind unsere Limits erschöpft, da gibt es keine Unterstützung. Stattdessen wird das Geld verpulvert zum Einbau von Wärmepumpen. Also das eine Beispiel sollen wir zeigen, es geht nicht darum, keine Klimapolitik zu machen, aber es geht darum, eine Klimapolitik zu machen, bei der jeder eingesetzte Euro den möglichst hohen Effekt hat in Deutschland. Und nicht irgendeiner Ideologie nachzulaufen oder irgendwelche Hobbyprojekte, wo vielleicht Staatssekretäre auch persönlich mit profitieren, da zu bedienen. Und bei der Verkehrspolitik ist es ähnlich. Also es wird jetzt es wird die Maut erhöht bei den LKWs, sogar beträchtlich. Das wird am Ende auf die Kommunen, auf die Konsumenten übergetragen. Das heißt, es wird nochmal zu Preissteigerungen führen, weil man angeblich damit klimaneutralen Güterverkehr bevorzugen will. Das ist aber völlig absurd. Also das E-Auto ist für den LKW-Verkehr nicht sinnvoll. Das Brennstoffauto ist noch nicht wirklich marktfähig. Was allerdings sinnvoll wäre, wäre natürlich mehr Güter auf die Schiene zu verlagern. Aber die staatseigene Bahn hat in den letzten Jahren massiv ihre Kapazitäten zum Gütertransport abgebaut. Das heißt, das zeigt auch wieder eine völlig irrationale Politik. Also das ist das, was wir auch meinen, Rückkehr der Vernunft in die Politik. Man macht eine Maut, man belastet die LKWs, es gibt aber eigentlich gar keine Alternative, also erhöht man nur die Preise. Sinnvoll wäre, Kapazitäten bei der Bahn zu erhöhen. Viele Unternehmen würden ja gerne ihre Güter auf der Schiene transportieren. Es gibt ja viel mehr Nachfrage als Angebot. Also das wäre ein Weg, hier etwas zu tun. Und so gibt es viele Bereiche. Verbrennermotor hat Thomas Geisel angesprochen. Natürlich wäre es, wenn man auch die globale Sicht hat, viel sinnvoller gewesen, den Autokonzernen Anreize oder auch entsprechenden Druck zu geben, verbrauchsärmere Verbrenner zu produzieren. Das ist das Know-how, was wir hier haben. Da sind wir weltweit führend im Verbrennermotor. Stattdessen verbietet man ihn, macht auch noch sozusagen solche Durchschnittswerte für die Gesamtflotte, sodass sie einerseits beim Verbrenner jetzt eben weiterhin ihre SUVs produzieren, wenn sie dann entsprechende E-Mobilität auch in den Markt bringen. Am Ende wird es, wenn das wirklich dabei bleibt beim Verbrennerverbot, wahrscheinlich dazu führen, dass sehr, sehr viele gut bezahlte Arbeitsplätze hier wegfallen werden, weil bei dem Batterieauto sind wir nicht weltmarktführend. Es wird aber weltweit nach wie vor sehr viele Verbrenner auf der Straße geben. Also egal wie die EU sich verhält, in allen anderen Teilen der Welt wird die Zahl wachsen. Also hätte man fürs globale Klima mehr erreicht, wenn man hier tatsächlich verbrauchsärmere Modelle entwickelt hätte. Das hätte ein Exportschlager werden können. Also das sind nur drei Beispiele. Es gibt noch viel mehr. Ich will aber jetzt auch nicht zu lange reden. Was eine sinnvolle Klimapolitik von einer ideologiegetriebenen, unvernünftigen Klimapolitik unterscheidet. Und wir stehen für eine Klimapolitik, die wirklich einerseits sich an dem Machbaren orientiert, wirklich etwas erreicht, aber eben im Bereich dessen, was tatsächlich auch den heutigen Technologien und dem technologisch Möglichen entspricht. Dann geht es weiter mit Frau Dudin. Ich kann allerdings das Mikro nicht sehen. Ja. Ist das weiß? Ja. Gut, super. Frau Dudin von der Rheinischen Post. Eine Frage an Frau Wagenknecht. Sie haben vorhin gesagt, die Partei solle kontrolliert und langsam wachsen. Was sind denn die Einschränkungen für eine Mitgliedschaft?
Also es gibt natürlich keine formalen Einschränkungen. Es wird aber so sein, dass wir Mitglieder kennenlernen. Also dass man sich vorerst, also jetzt nicht ich persönlich, nicht jedes Mitglied persönlich begrüßen können, aber dass unsere Gliederungen, wir werden ja jetzt in einem ersten Schritt 450 Menschen aufnehmen, heute und morgen. Dass dann, dadurch haben wir sozusagen schon zwar noch keine gegründeten Landesverbände, aber wir haben in allen Bundesländern haben wir dann entsprechende Strukturen. Und wer sich dann neu anmeldet, dem legen wir nahe, erstmal auch als Unterstützer sich zu betätigen, sich einzubringen. Dann werden wir die Menschen kennenlernen und dann werden sie natürlich auch Mitglied werden können. Aber sie müssen einfach, und da appelliere ich auch daran, dass ich weiß, dass viele Menschen haben mir auch schon gesagt haben, sie möchten gern Mitglied werden. Wir müssen natürlich aufpassen, dass wir nicht in die Falle tappen, in die junge, neue Parteien oft tappen, dass sie eben Menschen auch aufnehmen, manchmal die auch schon durch 5 Parteien durchgezogen sind, die jetzt nicht so konstruktiv sich einbringen. Und wir müssen natürlich aufpassen, völlig klar, dass wir nicht Menschen einsammeln, die eine ganz andere Richtung wollen, als wir sie jetzt in unseren Gründungsdokumenten vorgegeben haben, damit die Partei nicht sich in eine Weise entwickelt, die gar nicht dem entspricht, warum wir sie heute auf den Weg gebracht haben und warum so viele Menschen Hoffnung in diese Partei setzen. Und deswegen müssen wir das, müssen wir da ein bisschen genauer hingucken, wer wird bei uns wirklich Mitglied, wer betätigt sich dort. Wir möchten allen, die sich ehrlich einbringen wollen, die einen konstruktiven Beitrag leisten wollen, all die werden perspektivisch natürlich auch die Chance dazu haben. Aber erst einmal ist es für uns wichtig, dass Menschen sich für uns und auch in den Wahlkämpfen als Unterstützer registrieren. Das sind diejenigen, die dann wirklich auch mit uns die Wahlkämpfe führen werden jetzt im nächsten Jahr. Oder diejenigen, die das erübrigen können, dass sie Förderer der Partei werden. Das sind diejenigen, die uns mit regelmäßigen Beiträgen unterstützen. Beides hilft uns sehr, weil wir natürlich jetzt in diesem Jahr im Grunde eine Mammutaufgabe vor uns haben. Wir müssen einerseits 4 Wahlkämpfe bestreiten, also einen bundesweiten und 3 Landeswahlkämpfe. Und wir müssen gleichzeitig Parteistrukturen aufbauen. Also das ist schon eine ziemlich schwierige Aufgabe. Und damit wir das gut können, brauchen wir vor allem auch viele Unterstützer, viele Förderer. Und daraus werden dann natürlich auch perspektivisch Mitglieder werden. Wer denn ehemalige AfD-Mitgliedschaft in Ausschuss kommt? Also einen direkten Wechsel wird es nicht geben. Und wie gesagt, wir gucken uns natürlich jeden an, der kommt. Weil es ist klar, wenn man Mitglied unserer Partei werden möchte, dann muss man schon unsere Programmatik teilen. Und wer jetzt aktuell sich in der AfD engagiert und dort Mitglied ist, also bei den Wählern ist das sicherlich anders, aber wer aktuell in der AfD Mitglied ist, der teilt die dortige Programmatik und der teilt vor allem auch das, was in Teilen dieser Partei vertreten wird. Und das ist sehr, sehr weit weg von dem, was wir wollen. Also insoweit glaube ich, aus inhaltlichen Gründen sehe ich das eigentlich nicht als möglich an. Herr Steiner, dann Herr Jessen. Sie sind nach Deutschland drüber, ja, rumgekommen, wie ich mit den anderen. Achso, genau, das ist, hört das nicht so genau. Aber der 10 Parteien setzt hier relativ klar vor, dass befristete Aufnahmesperre auch nicht zulässig werden. Sie würden also sagen, das ist keine Aufnahmesperre im Sinne des Gesetzes, sondern diejenigen, dass das immer noch möglich ist, Mitglied zu werden, aber eigentlich die Leute nicht Mitglied werden sollen. Korrekt? Nein, ist. Also ich habe doch gerade gesagt, wir nehmen jetzt erstmal 450 Menschen auf. Und selbstverständlich werden wir weiterhin immer wieder Menschen aufnehmen. Wir werden ja Menschen kennenlernen. Also ich persönlich kenne einige, die jetzt meinetwegen in dem ersten Schub noch nicht drin sind, die ich aber jetzt in den letzten Wochen kennengelernt habe, die dann aufgenommen werden. Selbstverständlich gibt es keinen Aufnahmeschub. Wir wollen ja auch wachsen. Wir wollen ja mehr Mitglieder gewinnen. Und wir freuen uns, dass es so viel Interesse gibt. Also das ist ja was Positives. Also es wäre ja viel schlechter, wenn jetzt irgendwie wir werben müssten, werde Mitglied und keiner meldet sich. Also das wäre ja doch eine sehr traurige Situation. Wir haben das umgekehrte Problem, dass sehr viele Menschen Interesse haben, auch jetzt schon geschrieben haben, auch jetzt schon gesagt haben, sie wollen Mitglied werden. Und wir werden all diesen Menschen natürlich, wenn sie unsere Programmatik teilen, wenn sie sich konstruktiv einbringen, genau die Chance dafür geben. Aber wir müssen eben gucken, dass es nicht die Falschen sind, die eine ganz andere Ideologie haben oder die eben, so wie das bei vielen jungen Parteien ist, doch dann eher die Strukturen in Schwierigkeiten bringen. Da müssen wir einfach auch eine gewisse Auswahl treffen. Und das ist nach dem Parteiengesetz natürlich zulässig. Es gibt immer die Möglichkeit, also Aufnahmeanträge eben zu bewilligen oder auch nicht. Wenn ich auch als Nachfrage auch an Herrn De Masi, denn die Begeisterung dafür, dass die Klasse heute in Europa war, sein, wo Sie schützen können, das ist ja eben gesagt,
weniger ist mehr. Können Sie das mal konkretisieren? Ja, das ist relativ einfach. Wir haben eine Europäische Union, die ja sehr weit mittlerweile unsere Gesetzgebung beeinflusst. Und ich finde, das Problem war bisher in der politischen Debatte über Europa, dass wirklich da, wo die Erwartungen sind, wo Europa einen Unterschied machen kann, also zum Beispiel gegen Steuerdumping von Konzernen, Amazon, Apple und Co., die dann auch unseren Mittelstand bedrohen, da hat sie nicht geliefert. Und da gibt es dann immer die Ausrede, ja, wir finden keine Einigung. Ja, wir finden keine Einigung, weil es gibt immer einen Vetospieler, Luxemburg oder wen auch immer. Es gibt aber auch Dinge, die zum Beispiel Gruppen williger Staaten machen können. Und Herr Scholz zum Beispiel hat sich ja gefeiert, bevor er Bundeskanzler wurde, dafür, dass er jetzt die internationale Minimumbesteuerung durchgesetzt hätte. Die ist löchrig wie ein Schweizer Käse. Da hat er sich dann schön auch von den Zeitungen irgendwie auf dem Schnellboot in Venedig inszenieren lassen. Ist auch ganz schön, bin ich auch schon gefahren. Aber in der Substanz kam da wenig herum, weil er im Prinzip den Steuersatz dort angesetzt hat, wo jetzt schon die meisten Steueroasen sind. Und da erwarten sich die Menschen tatsächlich auch mehr Europa. Es gibt aber andere Bereiche, also kommunale Selbstverwaltung. Da möchte ich nicht, dass die Europäische Union überall eingreift. Und wir haben ja in der Eurokrise gesehen, also wenn wir bestimmte Entscheidungsstrukturen zentralisieren, wurde dann Krisenländern gesagt, ja, ihr könnt hier ein bisschen Geld und Unterstützung haben. Vorher zwingt man sie aber in die Krise reinzukürzen. Sehen Sie Italien zum Beispiel, hat ja eine Ministerpräsidentin aus einer bestimmten politischen Tradition. Das ist ja auch kein Zufall. Das ist Ergebnis auch einer Politik gegenüber diesem Land. Italien hat bis zur Corona-Krise 30 Jahre lang, das wissen die wenigsten, Primärüberschüsse im Haushalt gehabt. Das heißt, sie haben Haushaltsüberschüsse gehabt, jedes Jahr. Die wurden aber von den Zinsen auf die Altschulden aufgefressen. Und in dem Land wurde nicht investiert. Und das hat politische Kosten, das hat ökonomische Kosten, das hat soziale Kosten. Und hier würde ich mir zum Beispiel wünschen, dass die EU-Mitgliedstaaten mehr in eigener Verantwortung entscheiden können, damit sie eben nicht das Gefühl hat, die Wählerschaft, das entscheidet jetzt Berlin, obwohl sie nicht Herrn Scholz oder damals Frau Merkel gewählt haben. So, und diese Balance, die gilt es zu wahren in Europa. Und das meine ich mit weniger ist mehr. Also die EU muss nicht alles machen, aber sie muss dort liefern, wo sie auch wirklich einen Unterschied machen kann. Herr Jessen. Hier hinten. Ich habe eine Frage an Herrn Geisel. Sie haben im vergangenen Jahr in einem längeren Dokument eine Reformagenda, damals noch für die SPD und für Deutschland vorgelegt. Darin offenbaren Sie sich als ein nachhaltiger Verfechter der Agenda 2010 von Gerd Schröder. Und Sie fordern, dass eine neue Balance des Prinzips Fördern und Fordern reaktiviert werden muss. Inwiefern sehen Sie diese beiden Punkte, Agenda 2010 und Fördern und Fordern, in dieser neuen, für Sie neuen Partei besser begründet als in der, die Sie verlassen haben? Nee, also zunächst mal, die Partei, die ich verlassen habe, die hat ja nun mittlerweile Gerhard Schröder zu ihrem Hauptfeind erklärt, wenn ich das richtig sehe. Also von daher würde mir das da gar nicht schwer fallen. Aber wenn Sie das Thema Fördern und Fordern oder Sozialpolitik ansprechen, ich glaube, was das Thema Sozialstaat angeht, das ist etwas, ich habe das ja auch hier in meinem Eingangsstatement erwähnt, was mir gerade als Sozialdemokrat ausgesprochen wichtig ist. Sozialstaat setzt sozialen Zusammenhalt voraus. Was wichtig ist, glaube ich, Solidarität ist natürlich immer auch ein Stück weit ein Geschäft auf Gegenseitigkeit. Dass der Staat selbstverständlich in der Lage sein muss und alles unternehmen muss, um denen zu helfen, die gegenwärtig nicht in der Lage sind, aus welchen Gründen auch immer, ihren Beitrag zum Gemeinwesen zu leisten. Aber so es der Staat tut, kann er natürlich auch erwarten, dass sie diesen Beitrag leisten. Ich bin definitiv ein Gegner eines bedingungslosen Grundeinkommens. Und ich halte es für richtig, dass der Staat stark ist, Menschen hilft, dass sich aber nicht gleichzeitig ein Milieu von Kostgängern, Almosenempfängern entwickelt, sondern, wie gesagt, ein Geben und Nehmen stattfindet. Ich kann als Kommunalpolitiker sagen, es gibt natürlich mittlerweile ein Milieu von verfestigter Langzeitarbeitslosigkeit. Es ist eine große Aufgabe, die der Staat leisten muss, diese Menschen wieder heranzuführen. Gegenwärtig ist es auch besonders geboten, denn wir leben ja nicht in einer Zeit von Massenarbeitslosigkeit, sondern in einer Zeit von tendenziell eher Arbeitskräftemangel. Und deswegen ist, glaube ich, hier die Aufgabe
sehr groß, dass man die Menschen ernst nimmt. Das ist eine Frage des Respektes. Dann kann man im Gegenzug aber auch erwarten, dass sie bereit sind, ihren Beitrag zu leisten. Was nicht geht, sind Karrieren von, ich sage mal, Bürgergeld und Schwarzarbeit. Das ist das, was, glaube ich, das ist auch keine respektvolle Sozialpolitik. Herr De Masi, Sie wollten jetzt, Herr De Masi würde gerne ergänzen. Ich würde gerne ergänzen. Also ich habe mich ja im Vorfeld meiner Kandidatur auch zum Beispiel mit Herrn Geisel getroffen, weil wir erst mal wissen wollten, wie wir miteinander klarkommen und wo unsere politischen Schwerpunkte liegen. Und klar ist, wir streben an, mittelfristig eine Volkspartei zu sein. Das heißt, wir werden natürlich auch immer Nuancen und Debatten haben, das ist völlig normal. Aber es gibt überhaupt keinen Zweifel, darüber habe ich mich mit Herrn Geisel auch lange ausgetauscht, wie wir zum Beispiel auf den jetzigen Sozialstaat blicken. Und ich nenne das jetzt mal an dem Beispiel von Arbeitslosenversicherung. Ich kenne ja auch die entsprechenden programmatischen Dokumente, die wir jetzt auch vorbereiten. Es ist ganz klar, dass wir sagen, wir wollen eigentlich wieder eine Arbeitslosenversicherung, in der die langjährig Versicherten länger geschützt sind, bevor sie dann überhaupt in diese Situation kommen, ins Bürgergeld zu gehen. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, aus der politischen Traditionslinie, aus der ich komme, da haben wir immer gesagt, das Problem damals an Hartz IV war ja, dass man den Gewerkschaften das Kreuz gebrochen hat, dadurch, dass man gesagt hat, ihr müsst unabhängig davon, was ihr vorgearbeitet habt, wie lange ihr eingezahlt habt, auch Jobs annehmen, die unter Niveau bezahlt sind. Und durch die Zumutbarkeitskriterien ist Druck auf die Löhne entstanden. Das ist etwas, was wir auch ganz klar ablehnen. Der dritte Punkt ist, dass wir natürlich sagen, wir müssen im Bereich der jüngeren Erwerbstätigen brauchen wir auch Mitwirkungspflichten, und zwar auch aus einer Fürsorgepflicht, damit die eben nicht in der Depression landen und am Ende dann tatsächlich auch Beschäftigungsfähigkeit verlieren. Das heißt aber, man muss ihnen vernünftige Angebote machen. Also ich nenne immer so ich hatte mal einen Hausmeister, der hat immer zu mir gesagt, ich habe Wurstfinger, aber muss in den Schreibmaschinenkurs. Das bringt natürlich nichts, sondern man muss eben auch Qualifizierungsmöglichkeiten schaffen. Das ist ja gerade bei den Jüngeren häufig das Problem. Und das ist der Dreiklang, den wir da haben. Das heißt, wir wollen eben, und das ist ja auch angesprochen, jetzt hier mit der Schwarzarbeit, wäre zum Beispiel ein ganz deutlicher Faktor, um das zu reduzieren, das gibt es ja tatsächlich, dass wir vernünftige Löhne brauchen, damit so etwas nicht mehr entsteht. Und das ist der Zentrum unser politischer Anker, und der ist auch ganz unstrittig zwischen uns beiden, da haben wir auch lange drüber gesprochen. Nachfrage nochmal an Herrn Geisel. Im Dokument der Reformagenda kritisieren Sie sehr heftig Subventionen, die in Deutschland gezahlt werden. Sie fordern drastischen Abbau von Subventionen. Jetzt hat Ihre neue Parteiführung sich ausdrücklich an die Seite der protestierenden Landwirte gestellt. Deren Anforderung ist aber kein Abbau von Subventionen, sondern völliger Erhalt der Subventionen. Wie passen diese beiden Positionen zusammen? Ich würde mal so schauen, wir müssen bei Subventionen genau gucken, wie die Verteilungswirkung wirklich ist. Mal so sagen, wenn man Bauern fördert, ich glaube, die Bauern, die stehen jetzt nicht gerade ganz oben da etwa auf der Einkommensskala in der Bundesrepublik Deutschland. Man muss gucken, das war mein Hauptbestreben, es gibt viele Subventionen, die nach dem Motto verteilt werden, wer hat, dem wird gegeben. Das trifft mit Sicherheit auf die Bauern nicht zu. Und mein Petitum war insbesondere in der Tat mal zu schauen, ob die Subventionen tatsächlich den Zweck erreichen, den sie vorgeblich erreichen sollten. Ich glaube, es gibt eine Menge Subventionen, wo das nicht der Fall ist. Bei den Landwirten sind die Subventionen tatsächlich Teil eines Einkommens, das ja in der Regel nicht sonderlich groß ist. Das hängt immer natürlich ein bisschen auch von der Betriebsgröße zusammen, aber dass die Bauern ganz oben stehen da und dass insoweit die Subventionen, sagen wir, dazu führen, dass der Grundsatz, wer hat, wird gegeben, gilt, das kann man, glaube ich, bei den Agrarsubventionen nicht behaupten. Es gibt noch eine kleine Subventionsergänzung. Ja, ich will nur, weil wir uns so prima ergänzen immer, wollte ich nur noch mal ergänzen, was Thomas sagt. Als Beispiel, also Bauern, die jetzt weniger Pestizide verteilen und die sagen, wir machen ökologische Landwirtschaft, die müssen öfters aufs Feld fahren. Das heißt, bei denen ist zum Beispiel die Agrar, diese Subvention hat auch eine Rolle für die ökologische Landwirtschaft. Deswegen finde ich es manchmal auch so einfach, wie dann der Abbau ökologischer Subventionen diskutiert wird. Also darauf muss man auch achten. Herr Jung und dann Herr Vollrath. Ja, zurück zu Wagenfreude. Ich habe mir vorhin aufgeschrieben, wir haben am Anfang gesagt, wir haben die Partei Vernunft und Gerechtigkeit, kurz BSW, gegründet. Ich dachte, die Partei heißt Bündnis Sarah Wagenknecht. Warum trauen Sie sich das nicht zu sagen? Warum ist eine Partei mit diesem Namen kein Personenkultprojekt?
Also ich dachte, ich habe den Namen gesagt, aber vielleicht ist er nicht bis ganz hinten durchgedrungen. Bündnis Sarah Wagenknecht, Vernunft und Gerechtigkeit, so heißt die Partei, kurz BSW. Und der Name wird bis zur Bundestagswahl so bleiben. Nach der Bundestagswahl, wenn wir dann auch ein neues Parteiprogramm beschließen und wenn die Partei dann wirklich auch konsolidiert ist und hoffentlich mit einer starken Fraktion im Bundestag vertreten ist, werden wir einen Namen finden, der unabhängig von meinem persönlichen Namen ist. Aber es ist natürlich nicht einfach, in Deutschland eine neue Partei zu etablieren. Es fängt damit an, dass wir auf den Wahlzetteln ganz weit unten stehen und die Leute uns finden müssen. Und die Leute nicht unbedingt, wenn sie dann vorher wirklich zig andere, 20 andere Parteinamen finden, das möglicherweise nicht identifizieren können. Außerdem ist es auch so, wir arbeiten jetzt an einer Programmatik, wir haben sie aber noch nicht ausgefeilt. Aber ich stehe für viele Menschen für eine Programmatik. Sie wissen bei mir, woran sie sind. Sie wissen, wo ich hin will. Und da will ja auch die Partei hin. Und deswegen hat es für die Anfangsphase Sinn, den Namen von mir in den Parteinamen reinzunehmen. Perspektivisch wird das nicht der Fall sein. Ich meine, wir gründen eine Partei, wir haben auch gerade vorhin auf der Gründungsversammlung darüber gesprochen, die soll das deutsche Parteiensystem verändern. Das heißt, sie soll sich für die nächsten 20, 30, 40 Jahre etablieren. Ich glaube, Sie nehmen mir ab, dass ich nicht mehr 30, 40 Jahre in der Bundespolitik tätig sein möchte. Das ist auch mit meinem Alter nicht ganz zu vereinbaren. Das heißt, wir reden hier auch über eine Partei, die natürlich perspektivisch auch völlig unabhängig von mir weiter bestehen wird. Und das wird sich dann natürlich auch direkt schon nach der Bundestagswahl, da bin ich dann noch dabei, aber trotzdem im Namen widerspiegeln. In den USA sind auch 80-jährige US-Präsidenten. Also, aber das Programmatik. Ich habe jetzt auch geschrieben, Heizungsgesetz ist Mist, Verbrennerverbot ist Mist, Waffen für Ukraine sind Mist, Asylrecht ist Mist. Können Sie uns mal zur Abwechslung ein paar Standpunkte nennen, die das BSW von der AfD unterscheiden? Also ich glaube, den Begriff Mist habe ich hier noch gar nicht verwendet. Das ist jetzt Ihre Zusammenfassung. Ich denke, dass ich vorhin sehr deutlich gesagt habe, was wir zum Beispiel in der Migrationspolitik verändern wollen. Wir wollen die Zahlen reduzieren, wir wollen aber auch, dass Perspektiven in den Heimatländern entstehen. Ich habe davon bei der AfD noch nichts gehört. Wir wollen, dass Kriege beendet werden, dass sie diplomatisch gelöst werden. Die AfD ist eine Partei, die generell sehr wohl für Rüstungsexporte ist, wenn sie der deutschen Industrie helfen. Also das ist ja eine ganz andere Positionierung. Also ich glaube nicht, dass ich jetzt durchdeklinieren muss, wenn Sie sich die Wirtschafts- und Sozialpolitik angucken. Wir haben vorhin gesprochen über soziale Gerechtigkeit. Sie finden einfach im deutschen Parteienspektrum zu meinem großen Bedauern keine Partei mehr, die sich ernsthaft für diese Fragen, gute Löhne, ordentliche Renten, ein starker Sozialstaat einsetzt. Also ich meine auch die Rententhematik. Also ich weiß nicht, wie vertraut Sie mit der AfD-Programmatik sind. Wir haben eine Situation in Deutschland, wo man nach über 40 Jahren Einzahlen eine Durchschnittsrente von 1.445 Euro bekommt. Und wir haben eine Oppositionspartei, die CDU, die will das Renteneintrittsalter erhöhen. Das heißt, sie will die Renten noch weiter kürzen. Und wir haben eine AfD, die auch in dem Bereich eher für privatwirtschaftliche Lösungen, kapitalgedeckte Rente und Ähnliches eintritt. Das ist sozusagen, wenn meine die Hayek-Gesellschaft, der Frau Weidel angehört, ist jetzt nicht dafür bekannt, für einen starken Sozialstaat und starke Umlagesysteme zu werben. Also gerade dieses Thema ist natürlich eins, das auch ein Grund war, warum wir diese Partei gegründet haben, weil die Menschen ihre Brot- und Butter-Themen, die Themen, die ihr ganz alltägliches Leben ausmachen, dass sie gut bezahlt werden, dass ihre Arbeitsplätze sicher sind, dass sie aber auch nicht Angst haben müssen, im Alter arm zu sein, dass sie in Wohnungen leben, deren Mieten sie bezahlen können. Sagen Sie mir, welche von den anderen Parteien dafür stehen. Also die AfD bestimmt nicht, dass man Mieten reguliert und dass man hier auch da eingreift in den Markt. Also insoweit finde ich, wir können da in sehr vielen Punkten, wir werden in Kürze unser Europawahlprogramm vorlegen. Das wird ja auch ein viel detaillierteres Programm nochmal sein als das aktuelle Parteiprogramm. Wenn Sie das neben die Programme anderer Parteien legen, glaube ich, werden sich keine Fragen mehr stellen, wo die Unterschiede sind. Ich würde gerne, wenn ich darf, dazu noch einen Aspekt noch mal etwas weiter hervorheben, weil Sie es gesagt haben, Herr Jung. Also Asylrecht ist Mist, ist nicht unsere Position.
selbstverständlich, und das hat Sarah Wagenknecht ja auch ausgeführt, auch Herr Geisel hat das ausgeführt, wollen wir, dass die Menschen, die einen Grund haben, Asyl zu bekommen, dass die auch entsprechend ein Asylrecht bekommen. Was wir sagen ist, dass die aktuelle Ausgestaltung des Asylrechts und insgesamt die aktuelle Ausgestaltung der Migrationsregelungen ungeeignet dafür sind, das vernünftig zu reglementieren und auch denjenigen, die Anspruch auf Asyl haben, dieses Recht zukommen zu lassen. Wir erleben das ja, dass viele Menschen jahrelang in Verfahren festsitzen und in der Tat diejenigen, die einen Asylgrund haben, schaffen es oft gar nicht hierher. Das sind große Probleme, die es gibt, aber selbstverständlich ist unsere Position, dass Menschen, die politisch verfolgt werden, die einen Anspruch darauf haben, geschützt zu werden, dass die diesen Schutz auch erhalten. Das ist mir auch persönlich wichtig, dass das nicht falsch verstanden wird. Ich mache mal eine kleine Zwischenansage. Ich habe jetzt noch 15 Fragen, die offen sind. Wir haben fast eine Stunde jetzt und wir haben 6 Fragen bis jetzt sozusagen durchgenommen. Und ich würde alle irgendwie so ein bisschen um Disziplin und Zeitdisziplin bringen. Sie wollten gleich wohl ergänzen, Herr De Masi? Ja, ich wollte ergänzen, so ein bisschen nach dem Motto, meine Antwort passt jetzt nicht hundertprozentig zur Frage von Thilo Jung, aber ich versuche es trotzdem mal. Also ich habe in den letzten... Aber vielleicht warten Sie einfach auf die nächste Frage, wenn die dann passt, die Antwort. Ich werde schon auf die gestellte Frage eingehen. Ich will es nur ergänzen, ich will sie erweitern sozusagen. Ich habe in den letzten Tagen erlebt, dass auch Leute, die mir immer früher jovial auf die Schultern geklopft haben, auf einmal eine Riesenwelle gemacht haben. Die haben alle Beifall gespendet, als ich aus der Linken raus bin. Und sagen, jetzt bist du in der Partei, da bist du irgendwie russlandnah oder rechtsnational. Also ich will erst mal sagen, zu meiner persönlichen Biografie, mein Großvater war in Italien Widerstandskämpfer. Ich würde niemals in eine Partei eintreten, die rechtsnational wäre. So, weil ich nur diese Labels immer mitbekomme. Das ist das Erste. Das Zweite ist, zu dem Vorwurf zum Beispiel der Russlandnähe. Das will ich ja einfach nur mal sagen. Also in meinem Fall, ich war während meiner Wirecard-Recherchen im Fokus eines mutmaßlichen russischen Spions vom österreichischen Verfassungsschutz. Ich habe im Alleingang, da hat sich keine andere Partei in diesem Bundestag für interessiert, offengelegt, dass der Cybersecurity-Investor, der unter anderem die Kommunikation von Herrn Scholz verschlüsselte, enge Verbindung zu Herrn Masalek, dessen Fluchthelfern und vermutlich auch dem Kreml oder zumindest Russland hat. Ich habe einen ehemaligen Generalkonsul Russlands, der mittlerweile nicht mehr in Deutschland Generalkonsul ist. Da habe ich offengelegt, dass er wegen Spionageverdacht aus Österreich herausgewiesen wurde. Und das wissen die meisten Kolleginnen und Kollegen der Medien nicht. Ich musste in Südafrika mein Auto in Einzelteile zerlegen lassen vom Mechaniker, weil ich bestimmte Drohungen im Rahmen meiner Recherchen erhalten habe. Deswegen finde ich das infam, wenn teilweise diese Vorwürfe erhoben werden. Und ich werde auch im Wahlkampf, ich habe da ja noch so ein ganzes Notizbuch voll, mal ein bisschen öffentlich machen und darstellen, wer alles zum Beispiel Gelder bekommen hat. Also die FDP hat zum Beispiel teilweise Konten gehabt bei der Wirecard-Bank. Da sind Spenden, denn ihr Fundraiser vom Tegernsee hat sozusagen Burkhard Ley, der jetzt des Bandenbetrugs angeklagt ist, also das war der Chief Financial Officer von Wirecard, den hat er mit irgendwelchen kremlnahen Milliardären zusammengebracht. Also das sehe ich mit großer Gelassenheit. Und bei uns gab es dann eine Debatte über Finanzierung aus dem Ausland und Russland. Und dann stellte sich heraus, es waren 50 Euro mit einer deutschen IBAN und nochmal 25 Euro, die anhand der IP-Adresse Russland zuordnet werden konnten. Ich war derjenige, ich habe sogar meine Steuererklärung veröffentlicht. In dieser Ecke, in die wir da teilweise gestellt werden, das ist wirklich von den Fakten nicht gedeckt. Und abschließend zu der Frage der Migration. Ich glaube, hier sitzen mindestens 4 Personen, die zumindest teilweise einen Zuwanderungshintergrund haben auf dem Podium. Und ich will dazu nur sagen, dass das Asylrecht für uns gilt, ist völlig klar. Das Problem ist nur, dass das Asylrecht alleine auch die Ungerechtigkeiten in der Welt nicht heilt. Also als Beispiel, wenn ich jetzt ein politisch aktiver Islamist in Ägypten bin und verfolgt werde von Sisi, hätte ich Anspruch in Deutschland auf Asyl. Wenn ich aber Sudanese bin und verhungere, habe ich das nicht. So, deswegen ist klar, dass die Zuwanderung nicht allein die Probleme der Ungleichheit in der Welt löst. Es ist klar, dass sie für einige eine Verbesserung der Lebenssituation herbeiführen kann, aber nicht für alle. Und deswegen finde ich die Verlogenheit, also ich kenne Leute in Deutschland, die sagen, sie würden eine offene Asylpolitik betreiben, aber die finden es völlig okay, was derzeit in Gaza passiert. Und das sind Widersprüche.
Da will ich nur darauf hindeuten. Und deswegen ist für uns klar, wir werden sagen, wir wollen natürlich jene, die keinen Anspruch haben auf Asyl, da müssen wir einen Umgang mit finden. Und jene, die sich hier integriert haben, die einen Job haben, die brauchen auch Planungssicherheit in ihrem Leben. Denen werden wir keine Knüppel zwischen die Beine werfen. Aber natürlich müssen wir die Zahlen reduzieren. Und zwar in dem Sinne auch, dass wir natürlich finanzielle Anstrengungen unternehmen, dass in den Herkunftsländern die Situation stabilisiert wird. Herr Vollreit, und dann geht es hier vorne weiter runter. Ja, Frau Dr. Sagenfragen, ich muss auch nochmal auf die leibliche Thematisierungsbiografie hinauskommen. Du bist ja in der Vergangenheit öfter vorgeworfen worden, Sie seien rechtsoffen. Da wollte ich nochmal fragen, wie linksoffen sind Sie? Vor dem Hintergrund, dass diese Woche die Rosa-Luxemburg-Konferenz wieder stattfindet. Und da wird unter anderem Sozialismus als Alternative angepriesen und es tritt ein ehemaliger Terrorist aus Dänemark auf, aber auch Ihre Parteifreundin Frau Nastic. Wie passt das zu Ihrem eigenen Anspruch, dass Sie Menschen, die AfD wählen, nicht weil sie rechts, sondern weil sie verzweifelt sind, dass Sie ihnen ein seriöses politisches Angebot machen wollen? Wie wird das zu diesem Anspruch? Also ich sehe keinen Widerspruch darin, dass Mitglieder von uns auf Konferenzen auftreten, wo wir sicherlich nicht das Gesamtprogramm unterstützen oder gutheißen, sondern wo wir einfach oder wo einige von uns einen Beitrag leisten. Also ich bin jetzt gar nicht mit dem Programm genau vertraut, der Rosa-Luxemburg-Konferenz. Ich weiß, dass das jedes Jahr stattfindet und dass da sicherlich auch sehr viele Dinge angesprochen werden, die unserem Anliegen sehr nahe sind. Also beispielsweise die Frage von Frieden, die Frage von Entspannung, auch die Frage von sozialer Gerechtigkeit. Und dann gibt es vielleicht auch Punkte, die wir nicht so sehen, aber das spricht ja nicht dagegen, auf einer Konferenz aufzutreten. Also ich persönlich war schon bei vielen Konferenzen, auch solchen, die auch von Wirtschaftsorganisationen organisiert wurden, wo jetzt auch nicht alle Beiträge auf dem Podium irgendwie jetzt meine Ideologie widerspiegeln. Also wo kommen wir denn hin, wenn wir gar nicht mehr ins Gespräch kommen, wenn wir gar keine Debatten mehr führen? Oder wenn wir uns einigeln und sagen, wir gehen nirgendwo mehr hin, wo nicht alle genauso denken wie wir. Also ich glaube, das ist eher ein Problem in Deutschland, dass immer weniger debattiert wird, dass immer weniger man in der Lage ist, miteinander zu reden, auch wenn man unterschiedliche Meinungen hat, zu wichtigen Fragen oder auch zu weniger wichtigen Fragen. Und deswegen da zu sein, ins Gespräch zu kommen, zu diskutieren, heißt ja nicht, dass man immer da, wo man auftaucht, alles teilt, was dort sonst gesagt wird. Dann geht es bitte dort weiter. Sie hat sich doch gemeldet. Der Kollege noch dahinter? Ja, hat sich doch gemeldet. Bitte. In der Zeitung, Frau Wagner, Sie haben die Landwirte angesprochen. Die Protestwoche hat ja heute begonnen. Planen Sie denn selbst, von den Landwirten zu sprechen oder jemand anderes aus dem BSW-Zirkel, der jetzt hier vor uns sitzt? Es gibt ja zahlreiche Veranstaltungen in der Nähe. Also wenn ich angefragt werde, bin ich dazu gerne bereit. Also bisher gibt es da noch keine engeren Kontakte, aber ich teile das Anliegen. Ich halte es auch für absolut wichtig, dass die Landwirte hier ihre Interessen so prominent vertreten, weil ich denke, es ist in unser aller Interesse, dass es weiterhin in Deutschland Landwirtschaft gibt. Und zwar nicht nur durch große Agrarkonzerne, die sind ja am ehesten noch relativ safe, weil die natürlich ein anderes Wirtschaftsmodell haben. Aber wir erleben seit Jahren, dass die Höfe sterben. Ich kenne das, ich wohne ja auf dem Dorf. Ich bin mit den Landwirten dort im Kontakt. Ich habe mit ihnen gesprochen und die haben mir wirklich sehr detailliert erläutert, welcher Regelungswust aus Berlin ihnen das Leben noch schwerer macht, als es ohnehin schon ist. Und ich finde, dass so können wir mit Menschen, die unsere Lebensmittel produzieren, nicht umgehen. Ich möchte nicht, dass wir irgendwann unsere ganzen Lebensmittel aus dem Ausland importieren müssen, weil hier nichts mehr angebaut wird. Und ich möchte auch nicht, dass nur noch Agrarkonzerne Landwirtschaft in Deutschland betreiben. Ich finde es wertvoll, dass es die Höfe gibt, dass es familiengeführte Betriebe gibt. Und ich finde, wir alle sollten diesen Menschen dankbar sein. Das ist eine verdammt harte Arbeit. Da kann man nicht mal eben mehrere Wochen irgendwann in Urlaub fahren, weil man einfach vor Ort sein muss. Wir sollten diesen Menschen dankbar sein, dass sie diesen Job machen und wir sollten ihnen das Leben leichter machen und nicht immer schwerer. Und die Art und Weise, wie die Ampel jetzt da mal eben dreifach, sie hat es jetzt teilweise zurückgenommen, aber zunächst mal war so richtig dort Belastungen hingewälzt hat, weil sie dachte, da wird schon nichts passieren, die Landwirte haben keine starke Lobby. Das fand ich wirklich unerträglich und ich bin froh, dass die Menschen sich jetzt wehren, weil es in unserem Interesse ist. Auch. Noch eine Nachfrage? Ja, also dass die Landwirte keine gute Lobby haben, das scheint ja gar nicht so zu sein, wenn die Bundesregierung darauf reagiert und jetzt schon einzelne Vorhaben zurückgenommen zu haben. Ja,
Gut, die Landwirte haben jetzt deutlich gemacht, dass sie sich das nicht gefallen lassen. Und natürlich sind Traktoren hier in Berlin-Mitte schon auch eine Demonstration von Macht, weil man damit auch deutlich machen kann, oder auch in anderen Teilen des Landes, dass man sehr wohl nicht bereit ist, bestimmte Dinge einfach zu schlucken. Dadurch haben sie jetzt Veränderungen erreicht. Aber wie gesagt, im Vorfeld muss man ja deutlich sagen, hatte das Paket, das Sparpaket der Ampel erstmal für die Landwirtschaft ja wirklich nur unerfreuliche Überraschungen. Und das scheint ja so zu sein, dass hier in Berlin zunächst mal, vielleicht auch weil Landwirtschaft weit weg ist, man dachte, mit denen könnte man es machen. Und die Menschen, die Bauern, die Landwirte haben gezeigt, mit ihnen kann man es nicht machen. Zeigt auch, dass Protest sinnvoll und wichtig ist und zu einer Demokratie unbedingt dazugehört. Guten Tag, Oliver Neumann. Ich hätte eine kurze Frage an Herrn De Masi und Herrn Geisel. Und zwar haben wir schon gehört, dass ich ja nicht dezidiert als links bezeichnen will, aber mit Blick auf das EU-Parlament gibt es da schon Überlegungen, welche EU-Fraktionen man sich anschließen könnte. Und ganz konkret, kann man sich vorstellen, sich der Fraktion der Europäischen Linken anzuschließen? Dankeschön. Ja, vielen Dank für die Frage. Also ich komme aus einer politischen Traditionslinie, die im weitesten Sinne links ist. Nur viele Menschen verstehen etwas anderes unter dem Label links. Das hat Sarah Wanknecht ja vorher ausgeführt. Also früher war das der Konflikt zwischen oben und unten, sage ich mal, im weitesten Sinne. Das wird häufig darunter nicht mehr verstanden. Aber ich trete natürlich, habe ja nicht jetzt meine Überzeugung wie eine Unterhose gewechselt oder so. Die Frage, welche Fraktionen da entstehen, ist eine spannende Frage. Ich bin mir noch nicht mal sicher, dass es zum Beispiel die Linksfraktion im Europäischen Parlament in der nächsten Legislaturperiode geben wird. Es gibt ja zum Beispiel auch in der früheren griechischen Linkspartei Spaltungen und so weiter und so fort. Das wissen wir nicht. Nach meiner Kenntnis ist die Voraussetzung für eine Fraktion, ich glaube, 23 oder 25 Abgeordnete aus 7 Mitgliedstaaten, müsste ich noch mal nachschlagen, aber das ist so ungefähr die Schwelle, und das ist gar nicht so eine einfache Schwelle. Für uns ist entscheidend, dass wir mit politischen Partnern agieren, die zwar immer etwas unterschiedlich sind auf der europäischen Ebene, das ist normal, aber wo wir sagen, da gibt es einen politischen Korridor, hinter dem wir uns versammeln können. Das ist das entscheidende Kriterium. Ich vermute, das würde in der bisherigen Zusammensetzung der früheren Linksfraktion dort Probleme bereiten, weil wir auch eine neue politische Kraft sind. Aber vielleicht findet sich ja auch was Neues. Herr Grimm. Am liebsten nach vorne, sonst dreht man dem den Hals um. Christian Grimm von der Augsburger. Frau Wagenknecht, ich wollte Sie fragen, warum Sie nicht als Spitzenkandidatin für das Parlament kandidieren und ob Sie überhaupt sich für dieses für einen Sitz in diesem Parlament bewerben? Also zum einen, weil wir zwei sehr gute Spitzenkandidaten haben. Und ich denke, dass da also wirklich auch unser Profil und unsere inhaltlichen Überzeugungen sehr deutlich werden. Zum anderen aber eben auch, also weil natürlich mein Platz im Bundestag ist. Wir haben einen Gruppenstatus beantragt. Ich hoffe, dass wir jetzt, das sind die Signale zumindest, die wir haben, in einer der ersten Sitzungswochen vielleicht hoffentlich dieser Status auch bewilligt ist. Ich bin bereits als Gruppenvorsitzende gewählt worden von unseren 10 Abgeordneten. Und natürlich möchte ich vor allem hier im Bundestag Politik machen für die Menschen hier im Land. Auch die Europawahl, um das deutlich zu sagen, ist natürlich auch für uns deshalb so wichtig, weil sie auch ein bundespolitisches Signal aussenden wird. Also wir müssen bei der Europawahl, natürlich möchten wir werden eine sehr gute Liste aufstellen. Wir werden da auch noch einige Überraschungen präsentieren, die, glaube ich, schon sehr deutlich zeigen, in welcher Breite wir sind. Also es ist auch sozusagen nicht nötig, weil wir auch wirklich viele gute Kandidatinnen und Kandidaten haben werden auf der Liste. Aber es wird für uns nicht nur darum gehen, in dem Europawahlkampf darum zu kämpfen, dass wir möglichst viele Menschen ins Europaparlament, dass viele Menschen gewählt werden von unserer Liste, sondern es geht natürlich auch um das bundespolitische Signal. Deswegen werde ich mich in diesem Wahlkampf auch sehr engagieren. Es ist völlig klar, wenn BSW bei der Europawahl stark abschneidet, dann ist das auch ein Signal an die Ampel. Dann kann das in Deutschland etwas verändern. Es ist auch natürlich wichtig dann für die folgenden Landtagswahlen. Insoweit, ich werde viel in diesem Wahlkampf dabei sein, ich werde viel in diesem Wahlkampf machen. Aber es wäre nicht ehrlich gewesen zu kandidieren, wenn ich nicht dann ernsthaft auch in Brüssel und Straßburg gearbeitet hätte. Also sprich, wenn ich das Mandat angenommen hätte, und beide Mandate sind im Grunde nicht vereinbar.
So, ich springe jetzt in die Mitte zu Herrn Haug. Nochmal eine Migrationsfrage. Jetzt waren wir doch eigentlich unkonkret. Grundsätzlich die Frage, wollen Sie eine Obergrenze, also Sie wollen außerhalb der Europäischen Union die Situation für die Menschen verbessern, dafür Geld hernehmen, aber wollen Sie beispielsweise so etwas wie eine Obergrenze pro Jahr, Herr Geisel hat angesprochen, dass die Kommunen hinten und vorne nicht damit klarkommen, können Sie das etwas konkretisieren, was Sie sich da konkret vorstellen? Na, es geht ja nicht um eine formale Obergrenze, sondern es geht darum, dass die Zahlen sich deutlich reduzieren müssen und dass ein Großteil derer, die jetzt nach Deutschland kommen, eben auch keinen Asylanspruch haben. Also das wird ja nach diesen langen Verfahren, die wir hier in Deutschland machen, die allerdings dann meistens schon über ein Jahr, manchmal zwei Jahre, manchmal länger in Anspruch nehmen, am Ende auch klar. Also 1% derer, die nach Deutschland kommen, von denen die Asylanträge stellen, bekommen auch einen Asylstatus. Und deswegen sagen wir, wir möchten die Asylverfahren an die europäischen Außengrenzen verlagern. Wir möchten sie auch in Drittstaaten stattfinden lassen, damit Menschen nicht danach selektiert werden, ob sie erstmal das Geld für die Schlepper aufbringen können. Das ist ja ein ganz wichtiger Aspekt. Also ich habe vorhin erwähnt, wenn man aus Afghanistan, ich finde das übrigens nach wie vor absolut schäbig, wie wir die Leute dort im Stich gelassen haben. Vorige Woche eine Mail bekommen, nochmal von jemandem, der massiv bedroht ist jetzt von den Taliban, der sich völlig im Stich gelassen fühlt vom Außenamt, vom Außenministerium. Und der sagt, was mache ich denn jetzt? Und das ist jemand, der kann keine teuren Schlepper bezahlen. So, natürlich müsste es für solche Menschen eine Möglichkeit geben, wirklich auch Schutz zu bekommen. Also die ganze Asylpolitik, die wir erleben, ist ja zutiefst unehrlich, weil viele, die wirklich bedroht sind, bekommen kein Asyl, weil sie gar nicht sich auf den Weg machen können. Und andere, die das eben aufbringen können, die kommen hier an, dann gibt es lange Verfahren. Und in der Regel ist es so, wenn man einmal in Deutschland ist, das ist ja ein Teil des Sogfaktors, dann bleibt man zum großen Teil hier, weil egal wie der Asylstatus ist. Und das ist eine völlig falsche Asylpolitik. Es ist auch etwas, was die Menschen im Land nicht mehr akzeptieren. Wir sehen in anderen europäischen Ländern, dass sich Parallelgesellschaften dort massiv schon verfestigt haben. In Frankreich ist das ein großes Problem, wo wirklich ganze Stadtviertel eigentlich nicht mehr die französische Gesellschaft widerspiegeln. Wir haben das in Deutschland noch nicht so stark, aber wir müssen auch gucken, dass wir nie dahin kommen, weil das wirklich eine hochbedenkliche Entwicklung ist. Und man muss natürlich auch sagen, die ganzen Probleme, die mit misslungener Integration zu tun haben, die wälzen wir auf die Ärmeren ab, weil es sind die ärmeren Wohngebiete, wo sich das abspielt, wo in den Schulen eben über die Hälfte der Kinder kein Deutsch kann und die Lehrer verzweifeln, wo dann Wohnungen fehlen, wo die Infrastruktur überfordert ist. Das fängt ja schon bei Kita-Plätzen an. Also all diese Probleme, die gibt es, die sind jahrelang von der Politik geleugnet worden. So hat man auch die AfD stark gemacht, weil man so getan hat, als seien das keine Probleme. Es sind aber welche und deswegen muss die Zahl derer, die nach Deutschland kommt, wir sehen da auch durchaus Dänemark als Vorbild, erstmal um auf nationaler Ebene handlungsfähig zu sein, die Zahl muss reduziert werden. Und zwar nicht zulasten derer, die wirklich verfolgt werden, sondern eben zulasten derer, die aus nachvollziehbaren Gründen ein besseres Leben suchen. Aber das kann Deutschland nicht gewährleisten. Wir können das Problem der weltweiten Armut nicht durch Migration lösen. Zusätzlich ist es nochmal andersrum. Wollen Sie an Sozialleistungen, die Geflüchtete, die Asylbewerber möglicherweise bekommen, Kürzungen vornehmen? Auch beispielsweise, dass die Ukrainer ein Anrecht auf Bürgergeld haben? Es wird ja häufig davon gesprochen, dass es insbesondere eben soziale Anreize sind, die die Menschen nach Deutschland bringen würden. Also wollen Sie hier konkret Lösungen finden? Zunächst, was das Bürgergeld angeht, das ist ja auch eine Ungleichbehandlung. Also andere bekommen das nicht. Und es ist teilweise sogar eine Ungleichbehandlung gegenüber deutschen Bürgergeldempfängern, wo viele Dinge kontrolliert werden, die bei Ukrainern und Ukrainern nicht kontrolliert werden. Das empört auch Menschen. Aber selbstverständlich, wenn Menschen aus einem Krieg fliehen, da wo die Kriegsgebiete sind in der Ukraine, natürlich müssen die Menschen dort weg und natürlich muss man ihnen helfen. Also das ist ja ein grauenvoller Krieg und Zivilisten, die fliehen können und fliehen sollten, denen muss man natürlich dann auch Unterstützung geben.
und sollte jetzt auch nicht darüber reden, was ja die ukrainische Regierung gerne möchte, dass die Männer jetzt alle ausgeliefert werden, damit sie dann an die Front gehen. Aber unser Hauptanliegen, jetzt wenn Sie Ukraine ansprechen, ist natürlich, dass dieser Krieg sehr bald endet und dann natürlich sich auch der Fluchtgrund dadurch erledigt. Und es ist ja schon interessant, dass inzwischen auch die amerikanischen Medien überall darüber reden, dass man jetzt eine Verhandlungslösung anstreben muss, dass tatsächlich es auch Möglichkeiten gibt, diesen Krieg auf dem Verhandlungsweg zu beenden, während in Deutschland einige Wahnsinnige jetzt nochmal die Lieferung von Taurus-Raketen fordern. Also insoweit, ja, dieser Krieg sollte und muss möglichst bald beendet werden. Und das ist unser Hauptanliegen, was diese Frage angeht. Das würde, also er muss vor allem beendet werden, um das menschliche Leid zu beenden, nicht um Geld zu sparen. Aber es würde ganz nebenher auch einen sehr erheblichen Teil der Kosten, die wir jetzt natürlich tragen, um diese Menschen zu unterstützen, die würden dadurch ja natürlich dann auch wegfallen. Genauso wie das viele Geld, was wir jetzt für Waffenlieferungen verpulvern. Herr Dima, Sie möchten noch ergänzen und... Ja, ich will noch mal unterstreichen, was Frau Wagenknecht gesagt hat. Also wir tun manchmal so, als würden die Waffen, die jetzt auch in die Ukraine geliefert werden, nicht auf ukrainischem Territorium verschossen. Die werden ja auf ukrainischem Territorium verschossen. Das heißt, die betreffen natürlich auch unmittelbar die Menschen, die dort leben. Natürlich hat die Ukraine ein Recht auf die Selbstverteidigung, aber es gibt ja mittlerweile auch ukrainische Unterhändler, die gesagt haben, man war im März 2022 sehr nah an einer Lösung. Und deswegen glaube ich, muss Europa da dringend mehr diplomatische Initiative zeigen. Was die Geldleistung angeht, will ich auch noch mal auf einen Aspekt eingehen. Also entscheidend ist natürlich, Menschen, die bei uns leben, die müssen gut unterstützt werden, damit Integration gelingen kann. Und das ist nicht allein eine Frage des Geldes, deswegen gibt es auch die Kapazitäten, weil natürlich, selbst wenn man jetzt viel Geld in die Hand nimmt, es müssen genug Schulgebäude zur Verfügung stehen, es muss genug Wohnraum zur Verfügung stehen, das geht auch nicht über Nacht und man braucht qualifizierte Lehrer und so weiter und so fort. Aber für diejenigen Menschen, die jetzt keinen Asylanspruch haben, da ist natürlich schon die Frage, wenn man nicht die Bundesregierung, also der Kanzler lässt sich jetzt ablisten auf dem Spiegelcover mit, wir müssen irgendwie möglichst viele Menschen abschieben. Das ist aber schon logistisch sozusagen, will ich mal sehen, wie wir die ganzen Menschen, wo wir ungeklärten Status etc. haben, wie das funktionieren soll. Deswegen müssen wir natürlich Maßnahmen ergreifen, dass wir gerade diejenigen, die jetzt keinen Asylanspruch haben und zu uns kommen, dass wir die Anreize dort verringern. Da gibt es immer die Diskussion über die Pull-Faktoren. Da sagen die einen, das hat gar nichts mit finanziellen Anreizen zu tun, sondern eher mit persönlichen Netzwerken. Die spielen natürlich eine Rolle, aber die bilden sich ja auch, oder dass Menschen aus bestimmten Ländern kommen und dann ein Netzwerk vorhanden ist, weil sie natürlich aus verständlichen Gründen meinen, dass sie hier besser ihr Leben sichern können. Und das Problem ist ja, Menschen, die dann in so einer unsicheren Perspektive sind, über lange Zeit, weil sie eben keinen geklärten Status haben, die können sich auch kein Leben aufbauen. Und da, ich habe ja auch die Entwürfe gesehen, das wird ja alles noch vorgestellt, auch für unser Europawahlprogramm, aber klar ist, dass wir natürlich auch sagen, diejenigen, die jetzt hier mittlerweile einen Job haben, sich eine Perspektive aufgebaut haben, denen sollten wir auch keine Knüppel zwischen die Beine werfen. Aber wir müssen da was tun, und weil man nämlich ansonsten die AfD eben auf dem Niveau hat, wo man sie jetzt hat. Und da kann man sich dann hinstellen und sagen, man führt diese Debatten nicht, die längst in der Ampel geführt werden. Am Ende ist man dann aber der Erntehelfer der AfD, und das werde ich mit Sicherheit nicht sein wollen. Wir rücken eine Reihe weiter vor. Es geht jetzt hier reihenweise nach vorne. Sie haben das Wort. Ja. Ja, und das Mikro müsste leuchten, oder? Eine Frage an Frau Wagenknecht, Peter-Lücke von Politico. Sie haben gesagt, Sie sind zuversichtlich, dass Sie bei den Wahlen in Ostdeutschland antreten werden. Wovon hängt das für Sie denn ab? Oder sind Sie eigentlich schon sicher, dass Sie antreten werden? Also die Menschen erwarten, dass wir antreten, und deswegen gehe ich eigentlich auch davon aus, dass wir das leisten. Selbstverständlich kann man nur antreten, wenn man in jedem einzelnen dieser drei Bundesländer eine solide, kompetente Liste für die Landtagswahlen hat. Also man braucht nicht irgendwie Leute, die da kandidieren, die haben wir bestimmt und so fort, sondern man braucht ja wirklich ganz kompetente Menschen, die unterschiedliche Themenfelder abdecken und die dann im Landtag auch eine kompetente Arbeit machen. Also ich meine, es gibt schon Parteien, auch immer mal, gerade bei Neugründungen ist das nicht selten, die schicken dann irgendjemanden in den Landtag und danach sind alle entsetzt, wen sie gewählt haben. Sowas wird uns nicht passieren. Wir werden Listen aufstellen mit lauter kompetenten Menschen. Und ich kann zum jetzigen Zeitpunkt im Grunde sagen, ich gehe davon aus, dass wir das schaffen,
Aber das ist die entscheidende Voraussetzung. Also wir brauchen dort, und da reden wir ja wirklich durchaus so über 30, 40 Listenkandidaten. Wir reden über Bundesländer, wo selbst eine Regierungsbeteiligung jetzt nicht ausgeschlossen ist. Also wir müssen ja gucken, wenn man sich die Wahlergebnisse, wie sie wahrscheinlich aussehen werden, anguckt, ist das ja nicht ganz jenseits der Reichweite. Also braucht man dort Menschen, die das können, die das Handwerk verstehen. Aus unterschiedlichen Bereichen, die müssen nicht alle professionelle Politiker sein, das wollen wir auch gar nicht, aber sie müssen in der Lage sein, die Aufgaben zu bewältigen, die da auf sie zukommen. Und das müssen wir gewährleisten. Aber ich glaube, das können wir. Kollegin in der Mitte. Ja, weil Sie schon vorhin angesprochen haben, dass weniger als 1% der Asylanträge positiv entschieden wird. Also wenn man einmal das schnell googelt, auf der Seite der Bundeszentrale für politische Bildung, findet man die Zahl, dass die Anerkennungsquote oder beziehungsweise die Quote der positiv beschiedenen Asylanträge im letzten Jahr bei 51,8% lag. Vielleicht können Sie kurz sagen, wie Sie auf die unter 1% kommen. Also da muss ich eher zurückfragen, wie Sie auf 50% kommen. Also ich habe ich habe die Statistiken gelesen. Es gibt zusätzlich noch einen Schutzstatus, also den sogenannten subsidiären Schutz. Das ist etwas anderes als der Asylstatus. Der Asylstatus ist unter 1%. Der Schutzstatus, das sind dann eben zum Beispiel Menschen, die aus Syrien kommen, die bekommen nicht das Recht auf Asyl, sondern sie bekommen diesen vorläufigen Schutzstatus, wobei eben bei Syrien ja auch die Frage ist, wieso wir dieses Land weiter durch Wirtschaftssanktionen in Grund und Boden drangsalieren, um dann in Kauf zu nehmen, dass die Menschen zu uns kommen, weil sie zu Hause keine Perspektive mehr haben. Es ist ja nicht der Bürgerkrieg, es ist auch nicht die politische Verfolgung. Syrien war immer eine Diktatur. Trotzdem gab es nie in dieser Größenordnung politische Fluchtbewegungen. Sie sind ja jetzt inzwischen mit die größte Gruppe, wenn ich mal von den Ukrainern absehe. Das hat ja etwas damit zu tun, wie es in diesem Land jetzt aussieht. Also das ist das sind keine Asylsuchenden, sondern das sind Menschen, die kriegen einen Schutzstatus, den man allerdings auch verhindern könnte, wenn wir zum Beispiel durch Aufhebung der Wirtschaftssanktionen dazu beitragen würden, dass vor Ort wieder ein Wiederaufbau möglich ist. Dazu kommen ja auch noch die Leute, die nach der Genfer Flüchtlingskonvention als Flüchtlinge anerkannt werden. Also Sie reden, glaube ich, von denen, die eben nach dem deutschen Asylrecht anerkannt werden. Aber das ist ja nur ein kleiner Teil. Und die anderen haben trotzdem ja auch nach der Entscheidung des BAMF ein Recht, eben 51,8% haben ein Recht. Und wir haben Schutzbedürfnisse, die erstmal anerkannt werden. Also genau, da wollte ich nur kurz darauf hinweisen, dass das vielleicht ein bisschen irreführend ist. Nein, wir haben ja vorhin über das individuelle Recht auf Asyl gesprochen. Also das war die ausdrückliche Frage. Es ging nicht um die anderen Schutzbedürfnisse, sondern es ging um dieses individuelle Asylrecht. Und auch, Sie haben recht, die Hälfte bekommt erstmal diesen vorläufigen Status. Aber das zeigt auch, die andere Hälfte hat ihn nicht. Und trotzdem ist der übergroße Teil nach wie vor in Deutschland. Das müssen wir auch sehen. Also Sie können sich ja angucken, wie viel da wirklich dann in Ihre Länder zurückgehen. Das ist nicht die andere Hälfte, sondern das ist sehr, sehr viel weniger. Also auch die von Ihnen gezeigte Zahl, von Ihnen angeführte Zahl zeigt, dass hier vieles im Argen liegt. Aber wie gesagt, vorhin war die Debatte über Asyl und die Zahl, die Sie genannt haben, hat mit dem direkten Asylstatus nichts zu tun. Herr De Masi hat Zahlen bereit. Nee, ich will auch noch mal einem Eindruck entgegentreten. Also es ist nicht so, dass unser kompletter Kosmos nur um das Thema Migration sich dreht, weil man ja so zuweilen den Eindruck gewinnen kann in der öffentlichen Debatte. Ich will nur daran erinnern, dass es auch früher in linken Parteien, also die ganze Frage von nur offene Grenzen, nicht früher eine linke Position war, sondern auch Leute wie Bernie Sanders sagen, dass früher gab es mal den Grundsatz in linken Parteien für das Recht, nicht fliehen zu müssen. Und das ist das Recht, das im Mittelpunkt unserer Politik steht, was wir verwirklichen wollen. Herr Warwick hat das Wort. Frau Wagner, wenn man sich so im breiteren Sympathie- und potenziell Wählerumfeld umhört, wird recht oft der Wunsch artikuliert, dass es zu einer Aufarbeitung des Regierungshandelns in der Corona-Zeit kommt, verwiesen wird auf Legitimation der Grundrechtseingriffe oder auch die ganzen sozialen Implikationen. Intern hört man wiederum, dass das Recht heiß diskutiert wird. Da würde mich interessieren, wie ist denn da der Stand Plan, die BSW sich diesem Thema anzunehmen, oder will man da lieber die Finger weglassen?
Nein, das ist ein ganz wichtiges Thema von uns. Und das wird auch von uns aufgemacht werden, auch mit Persönlichkeiten, die auch sich bei uns engagieren. Es ist jetzt auch schon so, dass selbstverständlich sich auch Menschen bei uns melden, mitzumachen, auch weil sie dieses Thema sehr, sehr wichtig finden. Weil es geht nicht darum, gut, man kann sagen, die Corona-Zeit ist vorbei. Die Maßnahmen sind vorbei, das ist Geschichte. Ich halte das für falsch, wenn man das abhakt. Erstens hat die Corona-Zeit gezeigt, wie massiv Grundrechte in Frage gestellt wurden, ohne dass es eine valide Begründung dafür gegeben hat. Das ist ja im Nachhinein aufgeklärt worden. Also die EMA, sogar die Europäische Agentur, hat deutlich gesagt, die Impfung war nie so konzipiert, dass sie einen Fremdschutz gewährleistet. Wir hatten aber in Deutschland 2G, wir hatten diese ganzen Drangsalierungen von Menschen, die sich nicht haben, die einfach von ihrem Recht Gebrauch gemacht haben, von ihrem Selbstbestimmungsrecht, sich gegen die Impfung zu entscheiden. Wir hatten massive Grundrechtseinschränkungen. Und die Gerichte sind nicht dagegen vorgegangen. Das heißt, es ist etwas gewesen, was sich jederzeit wiederholen kann. Und schon deshalb muss man sich diesem Thema widmen. Und es ist auch ein Thema, was immer noch in der Gesellschaft ein Spaltpotenzial hat. Also es ist ja etwas, also die Menschen, die es damals erlebt haben, ich merke das auch immer wieder in den Reaktionen, die haben das ja nicht einfach mal so weggelegt, sondern die haben oftmals, das waren ja viele Bürgerinnen und Bürger, die gar nicht so politisch vorher waren, die auf einmal erlebt haben, sie wurden aus dem gesamten öffentlichen Leben ausgegrenzt, aus dem gesamten sozialen Leben. Das ist für sie eine Erfahrung, wo sie schon von den Verantwortlichen gern noch mal wissen möchten, sehen die das immer so? Oder vielleicht hat auch der eine oder andere sich mal zu entschuldigen. Also ich meine, wir haben heute noch einen Gesundheitsminister, der nachweislich damals Dinge erzählt hat, die nicht zutreffend sind, wenn ich es mal höflich sage. Also ich glaube schon, dass man konnte in der Zeit irren. Natürlich, jeder von uns irrt. Und gerade als das Virus neu war, konnte man massiv irren, einfach weil wir nicht wussten, was das damit auf sich hat, welche Folgen es hat. Deswegen will ich überhaupt nicht jetzt im Nachhinein sagen, da muss ein Scherbengericht stattfinden über diejenigen, die damals sich für Lockdowns ausgesprochen haben oder für die Freiheitseinschränkungen. Aber die Corona-Zeit war ja länger. Also ich rede nicht jetzt über das erste Frühjahr, wo man wirklich zunächst mal einfach aufgrund der Lage sagen konnte, wir wissen nichts, wir machen jetzt erstmal diese Dinge, sondern es ging ja dann weiter. Es wurden immer weiter Schulschließungen gemacht in Deutschland zum Beispiel, viel mehr als in anderen Ländern. Es wurden hier dann später eben auch diese ganzen Einschränkungen für die Ungeimpften massiv durchgesetzt von Politikern, die heute noch in Verantwortung sind. Und ich finde schon, dass es angemessen ist, dass das mal aufgearbeitet wird. Wie sind eigentlich damals Entscheidungen zustande gekommen? Wie kam es eigentlich, dass Politiker sich so selektiv haben beraten lassen, nur von einem ganz gewissen ausgewählten Kreis von Experten, der ihnen genau das erzählt hat, was sie hören wollten, und die anderen wurden nicht gewählt? Weil das ist ja für künftige Krisen wichtig, dass das nicht noch mal passiert. Und wie gesagt, ich würde mir eigentlich auch wünschen, dass diejenigen, die damals Dinge verordnet oder auch vertreten haben, ich erinnere mich auch an wirklich üble Sprüche in der Öffentlichkeit gegenüber Menschen, dass die vielleicht auch mal von sich aus sagen würden, es tut uns leid, was wir damals gemacht haben, weil das hat eine ganze Generation von Kindern wirklich aus dem Bildungsleben zunächst mal rausgedrängt. Bis heute ist das nicht aufgeholt und es wird wahrscheinlich auch gar nicht aufgeholt. Also diese PISA-Studie, die wir jetzt haben, hat ja auch damit zu tun. Es hat Menschen also wenn ich jetzt an die Pflegerinnen und Pfleger denke, aus dem Berufsleben ausgegrenzt. Also es sind viele wirklich sehr, sehr schlimme Dinge passiert und ich finde, dass das aufgearbeitet werden muss. Frau Mohamed Ali. Ich würde da gerne nur einen Aspekt ergänzen. Was dazu für mich auch gehört oder für uns auch gehört, ist, dass an der Stelle mal die richtigen Lehren aus dieser Zeit gezogen werden. Das hat überhaupt nicht stattgefunden. Wir haben gesehen, dass unser Gesundheitswesen ein Riesenproblem hat, dass diejenigen, die die Gesellschaft am Laufen halten, und das waren damals ja besonders auch die Pflegerinnen und Pfleger, dass die unterbezahlt sind, dass die unter dieser Überlast ständig leiden. Es wurde gesagt, dass da was passiert. Es wurde gesagt, dass die jetzt plötzlich honoriert werden. Nichts davon ist geschehen, gar nichts. Die Situation in den Krankenhäusern, in den Kliniken ist genauso wie vor der Corona-Zeit auch, wahrscheinlich schlechter. Und das Gleiche gilt auch für die Schulen. Wir haben das erlebt, dass auch Schulschließungen stattfinden mussten, auch weil es an Materialien gefehlt hat, weil es an Räumen gefehlt hat, in denen man vernünftig unterrichten konnte und so weiter. Und das sind alles Dinge, da kann man nicht einfach drüber weggehen und sagen, naja, das war halt eine schwere Zeit. Nein, man muss doch jetzt daraus lernen und
unbedingt alles dafür tun, dass sollte so eine Situation, Gott bewahre, nochmal eintreten, dass wir dann besser vorbereitet sind auf so eine Situation, damit diese Einschränkungen nicht wieder stattfinden. Noch eine ganz kurze Verständnisfrage an Herrn De Masi. Sie haben so einziger Kernthema bei bisher auch die Aufklärung von Cum-Ex. Damit sind Sie auch zum Teil bekannt geworden. Jetzt ist zumindest bei der Aufzählung Ihrer kernpolitischen Themen als Spitzenkandidat für die EU-Wahl kam dieses Thema jetzt nicht vor. Würde mich interessieren, planen Sie auch auf EU-politischer Ebene dieses Thema weiter zu verfolgen? Ja, das freut mich, dass das mal angesprochen wird. Ich habe das sogar extra, ich habe sogar vor Christian Laie gesagt, wenn er mich vorstellt, soll er ja nicht das Wort Cum-Ex in den Mund nehmen, weil meine politische Biografie wird häufig darauf reduziert und das nervt mich mittlerweile, ganz ehrlich, weil ich habe mir das ja nicht ausgesucht. Ich bin ja in Politik gegangen, um zu gestalten. Ich wollte jetzt nicht immer die Nervensäge sein, die jetzt irgendwie den Leuten die Finanzskandale unter die Nase hält. Es hat halt nur keiner so richtig gemacht. So, und dann habe ich mich darum gekümmert. Das fing im Europäischen Parlament übrigens an mit den Luxemburg-Leaks, dann über die Panama Papers. Und das ist ja auch eine Welt, da geht es nicht immer nur um die Bekämpfung von Finanzskandalen, da gibt es auch eigene Interessen, da gibt es auch Informationshändler. Und die haben dann irgendwann wohl gedacht, dass ich das ganz gut öffentlich rüberbringe. Und dann sind auch öfters mal Informationen bei mir gelandet. Aber ich bin eigentlich, als ich vor 10 Jahren ins Europäische Parlament eingezogen bin, da war ja so noch die Ausläufe der Finanz- und Eurokrise, kleiner Werbeblock, darum wird das auch neben Finanzskandalen in meinem Buch gehen. Und darüber habe ich, das war eigentlich so mein politischer Schwerpunkt. Und ich möchte, ich habe mich ja auch zum Beispiel in den letzten Jahren zur Frage der Vermögensbesteuerung Impulse gesetzt. Ich war, glaube ich, der erste im Bundestag, der eine Übergewinnsteuer mal gefordert hat, zwar schon während der Corona-Krise, die Reform der Schuldenbremse. Da bin ich noch angeguckt worden wie ein Pferd, haben mir sogar die Grünen 2019 noch erzählt, können wir nicht machen. Heute ist das jetzt Position von Kai Wegner. Also deswegen will ich darauf nicht reduziert werden. Aber wenn ein Finanzskandal kommt, und das ist ja leider so sicher wie das Amen in der Kirche, werde ich mich natürlich gerne darum kümmern. Aber weil das ja gerade bei Corona angesprochen war, wir haben ja zum Beispiel eine EU-Kommissionspräsidentin, die diese ganzen Impfstoffverträge bis heute nicht richtig transparent macht, wo ja auch Milliarden Profite erzielt wurden. Ich bin geimpft. Ja? Also ich habe mich entschieden, mich impfen zu lassen, aber natürlich... Wir hatten damals eine politische Situation in der Debatte, da gab es nur noch, also hört man jetzt morgens den Drosten-Podcast oder dann gab es dann diejenigen, die sich gegen jegliche Maßnahmen gesperrt haben. Und es muss ja auch noch irgendwie was dazwischen geben. Und ich finde, da ist viel kaputt gegangen in der Gesellschaft. Und ich kriege das mit, weil das hat ja so einen Digitalisierungsschub gegeben, auch im Negativen. Ne? Also weiß ich nicht, dass alle bei Amazon oder so einkaufen, aber dann eben auch in den Schulen. Und Kinder lernen nicht so, dass ich denen einfach ein iPad in die Hand drücke und dann ist gut. Und da ist was kaputt gegangen. Und da ist natürlich auch was im Vertrauen in der Gesellschaft kaputt gegangen. Wir erleben das in politischen Debatten, jetzt so auf Twitter oder X oder so, weil da so wirklich digitale Parallelgesellschaften entstanden sind. Und ich finde, das muss man aufarbeiten und da muss man auch diejenigen respektieren, die für sich eine andere Entscheidung getroffen haben. Und wenn man dann zum Beispiel über Impfpflicht diskutiert oder so, obwohl es keine sterile Immunität gibt, so, also ein Akt der Bestrafung oder so, das finde ich einfach politisch falsch. Und da gibt es also genug Themen, auch bei Frau von der Leyen. Wir gehen eine Reihe weiter nach vorne. Herr Jolkwe und sein Nachbar, vielleicht einigen Sie sich, in welcher Reihenfolge Sie fragen. Ich würde noch mal zur Außenpolitik zu gehen. Zu Ihrem Friedensplan für die Ukraine. Wie sieht der denn konkret aus? Nach der russischen Rechtslage wäre ein Frieden überhaupt nur möglich, in dem Fall, wenn die Ukraine einen bestimmten Teil ihres Territoriums an Russland abtritt. Wählen Sie für so eine Lösung zu haben? Also ich finde, dass erstmal wichtig ist, dass die Waffen schweigen und dass Gespräche beginnen. Natürlich hat es wenig Sinn, vorab zu sagen, und wir hier entscheiden das ohnehin nicht, wie die Gespräche ausgehen. Ich habe aber schon mit Interesse zur Kenntnis genommen, dass der ukrainische Chefunterhändler damals in Istanbul, das ist der heutige Fraktionsvorsitzende der Selenskyj-Partei in Kiew, also das ist jetzt nicht jemand, der irgendwie Putin-nah ist oder so, der hat ja im Herbst letzten Jahres ein Interview gegeben im ukrainischen Fernsehen und er hat dort gesagt, dass in Istanbul, das waren ja die ersten Friedensgespräche direkt nach dem Beginn des Krieges, dass dort ein Frieden möglich gewesen wäre, wenn die Ukraine
auf die NATO-Mitgliedschaft verzichtet hätte. Also wenn sie das wieder aus ihrer Verfassung herausgenommen hätte, wenn sie sich für einen neutralen Status entschieden hätte, dass dann damals hätte Frieden geschaffen werden können. Und zwar offensichtlich ohne, dass man im Donbass, außer jetzt die Separatistengebiete, die vorher schon abgetrennt waren, mehr oder weniger, ohne dass es weitere Gebietszugeständnisse gegeben hätte. Die russischen Truppen hätten sich offensichtlich hinter die Linien des 24. Februar zurückgezogen. Also das ist die Aussage des ukrainischen Chefunterhändlers, die entspricht dem, was andere Beteiligte, auch der türkische Außenminister, über diese Gespräche gesagt haben. Also es gab offensichtlich damals ein Zeitfenster, ob das heute noch so ist, weiß ich nicht, wo die Ukraine ohne territoriale Zugeständnisse tatsächlich hätte Frieden schließen können, in etwa so auf dem Level des Minsker Abkommens. Das wäre damals noch mal wiederholbar gewesen. Es gibt ja auch vom Herbst letzten Jahres einen Friedensvorschlag oder eine Art Friedensplan von dem ehemaligen Generalinspekteur der Bundeswehr, Harald Kujat und anderen, die sagen, man sollte daran wieder anknüpfen. Ich weiß nicht, ob es noch mal wirklich eine solche Möglichkeit der Verständigung gibt, weil eben seitdem der Krieg weitergegangen ist, die besetzten Gebiete von Russland annektiert wurden. Das war alles damals noch nicht. Aber zumindest zeigt doch diese Geschehnisse zeigen doch eins, dass das Gerede, was uns immer erzählt wurde, wir müssen mehr Waffen liefern, damit die Ukraine in eine bessere Verhandlungsposition kommt, dass das ein leeres Geschwätz war, sondern dass das Gegenteil stattgefunden hat. Wir haben viele Waffen geliefert und die ukrainische Verhandlungsposition hat sich permanent verschlechtert. Sie ist heute eindeutig schlechter als im Frühjahr 2022. Insoweit weiß ich, wie gesagt, nicht. Ich bin auch nicht diejenige, die das entscheidet, wie solche Gespräche ausgehen. Ich halte es trotzdem für elementar, weil auch viele kenntnisreiche Leute und Experten sagen, dass es jetzt eigentlich wirklich nur noch darum geht, verliert die Ukraine den Krieg oder schafft man es, möglichst schnell Gespräche einzuleiten. Deswegen bin ich dafür, schnell einen Waffenstillstand mit Gesprächen einzuleiten, nicht weiterhin dort jeden Tag hunderte junger Männer auf dem Schlachtfeld zu opfern für einen Krieg, den die Ukraine, und da sind sich ja nun inzwischen auch die Generäle der Ukraine selbst einig, den die Ukraine nicht gewinnen kann. Also es bringt ja auch einfach nichts, Vorbedingungen zu setzen und jetzt zu sagen, wir verhandeln erst, wenn alle russischen Truppen sich komplett zurückziehen. Sie werden das nicht tun. Also muss es jetzt einen Versuch geben, dort wieder Verhandlungen zu ermöglichen. Ich hielt es für fatal, dass das so lange nicht gemacht wurde. Es hat sich nichts verbessert dadurch. Aber jetzt muss man eben alles dafür tun, dass es dazu kommt, weil sonst tatsächlich ein ganz anderes Kriegsende auch möglich scheint, wenn der Ukraine die Soldaten ausgehen, was ja einige Militärs durchaus erwarten. Was führt Sie denn zu der Annahme oder zu der Überzeugung, dass im Falle einer Feuerpause, eines Friedensabschlusses Putin nicht weitergeht? Programmiertes Ziel ja ist der Westen, der mit dem Also viele Experten sagen, es geht und das ist auch meine Überzeugung, es geht in der Ukraine zentral um die Frage, wird die Ukraine ein Aufmarschgebiet amerikanischer Militärbasen, amerikanischer Raketen? Das ist auch das, was die russische Seite immer wieder kommuniziert hat. Und der potenziell mögliche Friedensschluss von Istanbul bestätigt das. Also der hätte ja bedeutet, dass die Russen sich zurückziehen, wenn sie dafür die Neutralität bekommen und wahrscheinlich auch die Zusage, dass es keine Raketenbasen und keine weiteren Militärstützpunkte gibt. Die gab es ja vorher schon. Es gab ja schon 2000 amerikanische Soldaten auf ukrainischem Territorium, 4000 NATO-Soldaten. Also insoweit finde ich, die Vorgeschichte spricht nicht für ihre These. Und ansonsten muss man doch einfach sagen, es muss geredet werden, um zu sehen, was man erreichen kann. Wenn man keine Gespräche führt, kann man auch nichts erreichen. Und es haben sich viele Länder des Südens seit langem für solche Gespräche eingesetzt. Es hat sich der Papst eingesetzt und es hat sich auch China eingesetzt, wo ja auch ein gewisser Einfluss auf Russland also vorausgesetzt werden kann. Also ich halte es nicht für aussichtslos. Und zu sagen, das wird doch alles nichts, deswegen versuchen wir es erst gar nicht, glaube ich, ist eine Position, die nicht weiterführt. So, jetzt geht es nebenan weiter. Ich habe
in den vergangenen Stunden ein Thema ziemlich vermissbare Ausführungen, das jetzt kurz angeschnitten wurde in der Corona-Frage, nämlich das Gesundheitswesen, wo ja auch sehr viel Bewegung ist. Das sind in den vergangenen Jahren auch alle Berufsgruppen auf der Straße gewesen, haben protestiert. Wir laufen sehenden Auges in der Versorgungskrise. Herr Lauterbach versucht gerade grundlegendes Krankenhaussystem umzubauen und will auch dann bei der Ambulantenversorgung weitermachen. Da weiß ich gar nichts bei Ihnen. Also wie sind Sie aufgestellt? Haben Sie da Konzepte und Ideen? Falls ja, welche? Ja, da kann ich gerne was zu sagen. Sie haben da viele, viele Probleme angesprochen. Wir haben in der Tat ein Gesundheitssystem, das dazu führt, dass die Versorgung für alle Menschen nicht gut sichergestellt ist. Ein Gesundheitssystem, in dem die Beschäftigten, das sind vor allen Dingen die Pflegerinnen und Pfleger, massiv leiden. Wir wissen, dass gute Pflege immer schwieriger überhaupt zu ermöglichen ist in dieser Situation. Und das Problem ist entstanden, als im Gesundheitswesen in großem Stile privatisiert worden ist. Dass man Pflegeeinrichtungen, Kliniken auf Profit getrimmt hat, hat zu all diesen Verwerfungen geführt, die wir jetzt auch sehen. Herr Lauterbach ist übrigens auch ja einer der Erfinder oder einer der geistigen Väter des Fallpauschalensystems, was auch diese Situation verschärft hat, eben dass im Gesundheitsbereich es nicht mehr danach geht, was ist wirklich notwendig, sondern was ist profitabel und was müssen Kliniken anbieten, um überhaupt über die Runden kommen zu können. Das sind ja absurde Situationen, dass man zum Beispiel dann sagt, okay, es müssen jetzt x Zahl an Knieoperationen in einem Jahr stattfinden, sonst wird das überhaupt nicht erstattet. Das heißt, ein Anreiz zu schaffen, bestimmte Operationen durchzuführen und andere Dinge, die dann nicht rentabel sind, kann man sich als Klinik gar nicht mehr leisten, könnte ich lange drüber sprechen. Das war es mit basierend auf dem Gedankengut von Herrn Lauterbach. Davon hat er sich nicht abgekehrt. Und was er jetzt in der sogenannten Reform, die er auf den Weg gebracht hat, versucht ist oder was er da erreichen wird, ist, dass noch mehr Kliniken schließen müssen und dass die Versorgungslage sich noch weiter zuspitzt. Natürlich ist auf der einen Seite gut zu sagen, es ist mal Spezialkliniken, wo bestimmte Expertise ist, aber man muss natürlich trotzdem dafür sorgen, dass flächendeckend gute Gesundheitsversorgung da ist. Das heißt, das ist etwas, wofür wir eintreten wollen. Wir wollen gute Gesundheitsversorgung flächendeckend im ganzen Land. Und da muss man natürlich gegen den Privatisierungskurs etwas tun, der eine große Wurzel ist des Problems. Und man muss die Bezahlung der Krankenhäuser auf eine Art und Weise umgestalten, dass es darum geht, Patienten gut zu versorgen und nicht darum geht, möglichst teure Behandlungen sich finanzieren zu lassen. Um das mal ganz kurz zu fassen. Ich wollte kurz aus europapolitischer Sicht ergänzen, dass es, ohne jetzt weitere Namen zu nennen, auch Personen geben wird auf unserer Liste, die genau diese gesundheitspolitische Kompetenz repräsentieren. Wir haben uns ja immer gegen Privatisierung des Gesundheitswesens, Fallpauschalen und so diese Systeme ausgesprochen, aber wir werden auch wirklich Praktiker haben. Das wird sich also auch auf der Europaliste widerspiegeln. Und noch eine letzte Bemerkung auch zu dem vorhin Gesagten. Es ist ja so, ich finde es immer absurd, dass wir darüber diskutieren, was genau Putin vorhat, ohne das in Gesprächen auch herauszufinden. Und wir haben 2014 ja eine Situation gehabt, wo Putin, wenn es jetzt nur um die imperialen Ambitionen gegangen wäre, die es sicherlich auch gibt in Russland, aber wenn es jetzt nur darum gegangen wäre, völlig frei davon, dass er dann, NATO-Bündnisfall oder sonst was auslösen würde, jetzt hier überall einzumarschieren, hätte er 2014 in einer sehr viel besseren militärischen Situation gewesen, das zu tun. Deswegen finde ich es immer falsch. Man muss auch sprechen, um herauszufinden, ob es ein Commitment gibt. Gut, ich habe immer noch Meldungen vom Anfang der Pressekonferenz, ne, nur um das nochmal sozusagen zu kommunizieren. Wir gehen jetzt eine Reihe weiter nach vorne, Herr Fürstener und sein Nachbar. Dann habe ich hier noch die Kollegin, dann habe ich Sie noch auf der Liste, dann habe ich Sie noch da hinten auf der Liste. Entschuldigung, das sollte nicht respektierlich sein. Und Sie habe ich auch noch. Und dann haben wir es, glaube ich, geschafft. Bitte. Frau Wagenknecht, ich höre bei Ihnen, aber auch bei allen anderen raus, dass Sie große Sorge über den Zusammenhalt der Gesellschaft haben, sich Sorgen um den Zustand der Demokratie machen. Vor diesem Hintergrund eine Frage, da Sie ja verständlicherweise, nicht nur Sie, gerade auch Herr Demasi, sehr viel Kritik an der amtierenden Regierung haben.
und da aber eine Sprache benutzen, die selbst spaltend wirken kann. Sie sagen, die Bundesregierung sei arrogant und spaltet damit die Gesellschaft. Wir fallen da auf und sagen ganz andere politische Kräfte. Warum befleißigen Sie sich einer solchen Rhetorik, wenn Sie doch die Sorge haben, dass gerade das auch dazu führt, was Sie kritisieren? Ja, wenn Arroganz auf der politischen Ebene stattfindet, finde ich, muss man das auch benennen. Also es ist ja nicht unsere Aufgabe zu beschönigen. Und ich finde die Art und Weise, wie die Bundesregierung kommuniziert, neben dem Umstand, was sie für Politik macht, die ich auch für fatal halte, aber auch die Art und Weise, wie sie mit den Menschen kommuniziert, wie sie über die Köpfe der Menschen hinweg tatsächlich auch die Themen behandelt, die spiegelt meines Erachtens eine erhebliche Arroganz wider. Also wirklich ein Herangehen, was die Menschen vor den Kopf stößt. Und natürlich polarisiert das, natürlich spaltet das auch. Und wir sind angetreten, um die Dinge beim Namen zu nennen und nicht Politkauderwelsch zu reden, wo die Leute am Ende, jemand, der das sehr perfekt beherrscht, ist eben unser Bundeskanzler. Der kann eine Stunde reden und danach weiß man nicht, was er gesagt hat. Da hat er vielleicht niemanden auf die Füße getreten, aber ich glaube nicht, dass das die Kommunikation ist, die Menschen sich wünschen, sondern sie möchten ja schon, dass die Dinge angesprochen werden, die sie auch stören. Und das wollen wir in einer sachlichen Art und Weise. Wir werden keine Hetze, keine Beschimpfungen unsachlicher Art praktizieren. Das ist schon unser Selbstanspruch. Aber wir wollen natürlich schon sehr deutlich und hart das kritisieren, wo wir sagen, das läuft falsch. Muss ich nochmal nachfragen, weil Arroganz und Unfähigkeit der Regierung zu bestellen ist ja legitim, gehört zum politischen Chef. Die Schlussfolgerung, darum geht es mir. Daraus zu schlussfolgern, dass damit die Gesellschaft, das Land gespaltet wird, in dieser Logik wird das Land eigentlich seit jeher gespaltet, weil Arroganz und Unfähigkeit in der Politik ja leider immer so klar ist. Ja, aber es geht doch auch um den Inhalt von Politik. Und ich will mal sagen, also wir können das ja jetzt mal so wissenschaftlich vertiefen. Es gibt eine Studie, ich habe die eingangs erwähnt, waren schwedische Zentralbanker beteiligt, die hat ganz klar ausgewertet, bei über 200 Wahlen in Europa, dass zum Beispiel Kürzungspolitik, die wir jetzt ja mitten in der Rezession machen, ich habe ja die Zahlen zu den Reallöhnen genannt, dass das die politische Rechte stärkt. Das sind einfach empirische Ergebnisse. Und dann zu sagen, das ist alles der Diskurs und hat irgendwie was mit dem Wetter zu tun oder so und nicht mit der Ampel, finde ich ehrlich gesagt auch ein bisschen billig. Da gibt es eine politische Verantwortung. Wir sehen ja, die AfD war mal in ihrer Gründungsphase bei 3% und jetzt stehen die kurz vor der absoluten Mehrheit in Sachsen, zu sagen, das hat nichts mit der herrschenden Politik zu tun, das ist doch völlig welt- und lebensfremd. Und da muss ich ehrlich gesagt sagen, wenn sozusagen dann gesagt wird, ja, weil die AfD so stark ist, darf man die Ampel nicht mehr kritisieren, dann macht man ja das Geschäft der AfD. Das ist doch der Punkt. Und da muss ich auch sagen, da bin ich es leid, diese Diskussion. Also da geht es nicht, es reicht eben nicht, dass, weiß ich nicht, Herr Habeck die Haare schön trägt und ein Video macht, sondern die Leute haben ja am Ende ihres Monats müssen ihre Miete bezahlen. Das ist der entscheidende Punkt. Und da sprechen die empirischen Studien ganz klar, dass die Ampel einen Weg geht, das haben wir ja auch schon während der Eurokrise in anderen europäischen Ländern gesehen, der die AfD stark machen wird. Das ist übrigens der entscheidende Punkt, warum ich wieder in die Politik gegangen bin, weil ich diese Entwicklung nicht zusehen möchte. Der Generalsekretär hat das Wort. Ja, das war die Pressekonferenz zur Gründung der Partei Bündnis Sahra Wagenknecht, kurz BSW, nach etwa einer Stunde und 45 Minuten. Gehen wir jetzt mal aus der Pressekonferenz raus. Hallo nochmal, willkommen zu ZDF heute live. Schön, dass ihr noch bei uns seid oder neu dazugekommen. Ja, also, welche Chancen hat diese Wagenknecht-Partei? Darüber wollen wir jetzt sprechen, gleich mit dem Politikwissenschaftler Professor Thorsten Faas von der Freien Universität Berlin. Er sieht in den Plänen von Sahra Wagenknecht vor allem auch einen Trend zur Personalisierung von Politik in Deutschland. Schickt uns eure Fragen, uns interessieren auch eure Kommentare. Die postet ihr am besten in die Chats oder ihr schickt uns eine E-Mail. Wir starten jetzt mit unserer Hauptstadtkorrespondentin Andrea Maurer. Hallo Andrea. Hallo Jessica. Also, du warst bis eben auch in der Bundespressekonferenz, hast alles verfolgt. Sahra Wagenknecht hat heute Vormittag von einem historischen Moment gesprochen. War das jetzt in dieser Pressekonferenz spürbar für dich?
Also es war auf jeden Fall heute spürbar, dass diese Partei sich sozusagen als historisch empfindet. Wir waren ja heute Morgen schon dabei, da haben sich Sarah Wagenknecht und 44 Gründungsmitglieder hier in einem Hotel in Berlin getroffen. Die Wahlen haben stattgefunden, also sie als Parteivorsitzende gewählt, Amira Mohamed Ali als Parteivorsitzende, der Generalsekretär Christian Laie, der Bundesgeschäftsführer. Da wurde also sozusagen das Personal bestimmt und das war schon eine sehr gelöste Atmosphäre, in der man sich da getroffen hat. Und im Grunde genommen ist das jetzt der Jahresauftakt natürlich für ein Wahljahr, wo 4 Wahlen anstehen, die Europawahl, 3 Landtagswahlen im Osten und wo sich dieses Bündnis Sarah Wagenknecht eben viel erhofft und wo sie eben hofft, auch eine Stimmungslage der Bevölkerung eben aufzugreifen und an den Wahlurnen da eben viele Stimmen einsammeln zu können. Jetzt hat ja Sarah Wagenknecht eben nicht mit Kritik gespart an der Regierung, an den bestehenden Verhältnissen. Wenn ich jetzt in den Chat schaue, da wird so ein bisschen kritisiert, dass es auf der anderen Seite aber wenig Konstruktives gab. Also Fluffy schreibt auf YouTube, bisher höre ich nur Möglichkeiten, Beschwerden, aber eben keinerlei Lösungen. Okay, 123 schreibt, was sind denn die Lösungen? Die Probleme sind ja schon lange bekannt. Hätte man da mehr erwarten können? Also es ist schon deutlich gewesen, auch die Beobachtung, die der Nutzer da geteilt hat. Also es war schon eine sozusagen Anti-Ampel-Stimmung, eine Anti-Regierungsstimmung, die hier aufgegriffen wurde, die es ja aktuell im Land gibt. Wir haben ja heute hier in Berlin auch die Bauernproteste, wo sich Sarah Wagenknecht ja auch deutlich an die Seite der Bauern stellt und da eben den Finger in die Wunde legt. Also ein generelles Gefühl der Unzufriedenheit mit dieser Regierung, mit den Haushaltskürzungen oder mit dem schlecht gemachten Haushalt, der jetzt eben Kürzungen in vielen Bereichen bedeutet. Und da versucht sie schon eine Stimmung, denke ich, zu bedienen. Und ja, diese Partei möchte sich ein Programm geben, das haben wir ja auch hier gehört. Sie hat es aber eben noch nicht richtig festgeschrieben, sondern sie haben ja gesagt, sie wollen das gemeinsam noch entwickeln. Das heißt sozusagen das Konstruktive, also den wirklichen Plan, da hat man natürlich teilweise schon Programmatik rausgehört, aber das ist eben noch nicht in Stein gemeißelt sozusagen. Und da will sie sich ja auch noch bei dem Parteitag am 27. Januar, wollen sie sich auch ein Europawahlprogramm geben. Also das dürfen wir dann auch mit Spannung erwarten, welche Lösungsvorschläge eigentlich Sarah Wagenknecht und ihre Leute dann tatsächlich haben und wie sie sozusagen mehr sein wollen als kritische Opposition. Dennoch haben wir ja ein bisschen mehr über die Partei erfahren. Wo würdest du sie einordnen? Links, rechts, Mitte? Sarah Wagenknecht wollte sich ja nicht so richtig in diese Schubladen einordnen lassen. Ja, deutlich war hier, dass sich eigentlich die meisten in dieser Bundespressekonferenz von dem sogenannten Label links eigentlich verabschiedet haben. Sie haben alle gesagt, das, was sie mal unter links verstanden haben, ist im Grunde genommen anders belegt. Also sie verbinden heute links mit Identitätspolitik, mit Genderdebatte und da haben sie sich eben von distanziert. Und Sarah Wagenknecht hat ja gesagt, du hast es auch gesagt, ein neues Label der Zuordnung muss gefunden werden. Ich würde sagen, die Repräsentationslücke, die sie aktuell in Deutschland für sich sieht, ist so linkskonservativ. Das wurde ja auch vielfach von der Wissenschaft schon so beschrieben. Also im Grunde genommen hat sie ein sozialkonservatives Programm mit einem migrationskritischen Ansatz und da mit einem sozusagen deutlichen Friedensansatz. Das ist vielleicht auch noch eine linke Programmatik, die da reinspielt. Die konservative Programmatik ist eben eindeutig, denke ich, in der Migrationsfrage zu finden. Ganz interessanter Punkt war ja eben, dass die Partei bei der Europawahl antreten will und bei den 3 anstehenden Landtagswahlen in Sachsen, Brandenburg und Thüringen. Das ist relativ ambitioniert, oder? Also organisatorisch, ist das zu stemmen? Ist das realistisch? Ja, also es ist total ambitioniert. In Wahrheit haben wir heute auch nur erfahren, dass es sicher ist, dass sie zur Europawahl antreten und dass sie anstreben, zu den 3 Landtagswahlen im Osten anzutreten. Es ist dann auch noch mal ambitionierter, das hat ja Sarah Wagenknecht gesagt, wenn man eben bedenkt, dass sie beispielsweise in Thüringen die Möglichkeit sogar einer Regierungsbeteiligung hätten, wenn man aktuellen Umfragen gerade folgt. Und das heißt, da braucht sie einfach Personal, was regierungsfähig wäre, was politisch beschlagnahmt
sozusagen ist. Und da sich diese Partei noch im Aufbau befindet und ja auch die Personalsuche noch gar nicht abgeschlossen ist, also die Leute, mit denen sie jetzt hier heute saß, das ist natürlich die Parteispitze und trotzdem braucht sie natürlich auch in der Fläche gute Kandidatinnen und Kandidaten. Und so war Sarah Wagenknecht zu verstehen. Sie ist zuversichtlich, aber entschieden ist das eben noch nicht. Letzte Frage an dich, Andrea. Wie groß ist jetzt die Aufregung in der Hauptstadt? Macht das die anderen Parteien nervös, dass sich diese Partei, Bündnis Sarah Wagenknecht, jetzt gegründet hat und quasi ihren Hut in den Ring schmeißt? Ja, also ich denke, es ist eine Parteigründung, die natürlich auch von den anderen Parteien ausgewertet wird. Wir hören auch immer wieder, dass beispielsweise Wahlforscher, Meinungsforscher zu den Parteien kommen, also beispielsweise bei der CDU, und eben auswerten, wo das Potenzial dieser Wagenknecht-Partei liegt und wo es Schnittmengen, wo es Abgrenzungen gibt. Ich glaube, was im Grunde genommen die Nervosität hier noch steigert, ist, dass ja eben, wie gesagt, die allgemeine Stimmungslage gerade so gestresst und verunsichert ist, und das sehen wir ja eben auch noch mal an den Bauernprotesten heute, dass es eben auch in diesem Jahr auch an den Wahlurnen eben eine Dynamik geben könnte, die da nicht absehbar ist. Also dass es eben gerade für die etablierten Parteien, und wir haben ja auch die Wahlumfragen, die aktuellen in Sachsen, wo die SPD bei 3% liegt, was natürlich ein desaströser Wert für eine Kanzlerpartei ist, dass das eben natürlich für Unruhe sorgt, dass es offenbar großes Potenzial bei anderen Parteien, ja auch bei der AfD, bei dem Bündnis Sarah Wagenknecht gibt. Vielen Dank, Andrea Maurer nach Berlin. Mach's gut, tschüss. Ja, und da wollen wir direkt weitergehen zu Professor Thorsten Faas von der Freien Universität in Berlin. Hallo, Herr Faas, grüße Sie. Hallo, ich grüße Sie. Herr Faas, wenn ich schaue, wie die Stimmung so im Chat ist, da heißt es zum Beispiel, Tommy schreibt, das wird die bessere SPD-BSW. Oder Lothar schreibt, das sei eine sehr wichtige und notwendige Alternative. Wie würden Sie das einschätzen? Wo steckt da das Potenzial drin für dieses Bündnis, die politische Landschaft in Deutschland mal ordentlich aufzumischen? Na, wir haben das beim Blick in die Geschichte ja durchaus schon öfter erlebt, wenn man sich überlegt, wie die Grünen entstanden sind, wie die Linkspartei auch entstanden ist, dann sind es eben durchaus Projekte auf der linken Seite des politischen Spektrums gewesen, die aber eben aus einer Unzufriedenheit mit einer bestehenden Regierung heraus entstanden sind. Insofern zeigt dieser Blick durchaus, dass es erfolgreich sein kann. Auf der anderen Seite muss man sagen, ist der Platz im Parteienspektrum natürlich inzwischen schon sehr, sehr gut gefüllt. Und auch das haben wir heute gehört, man will sehr vorsichtig vorgehen, man will eben nicht eine Sammelstelle für alle möglichen neuen Mitglieder werden, sondern sehr langsam wachsen, sehr vorsichtig wachsen, um eben nicht Gefahr zu laufen, in eine Situation zu kommen, wie das bei neuen Parteien häufig der Fall ist, dass sie zu schnell wachsen, zu unterschiedliche Positionen in sich vereinen, also diesen schmalen Grat, da ist eine Chance und die will man nutzen, ohne zu überreizen, den zu finden. Da weiß man, glaube ich, genau, wie schwierig die Situation ist, aber genau diesen Grad will man finden. Werden wir ganz konkret, es ist ja immer wieder die Rede davon, dass die Wagenknecht-Partei eine Alternative zur Alternative für Deutschland, sprich AfD, werden könnte. Davon spricht Sarah Wagenknecht ja auch selbst. Da gibt es eine Frage von Fabi. Wie gut stehen denn Wagenknechts Chancen, mit ihrer Partei der CDU und aber eben insbesondere auch der AfD Wähler zu klauen? Ja, alleine an der Frage merkt man schon, dass die Konstellation, die wir heute im Parteienspektrum haben, eben nicht mehr einfach links versus rechts ist, sondern dass es da um ökonomische, wirtschaftliche Fragen geht, vielleicht auch Fragen des Sozialstaates, die man typischerweise so mit links versus rechts bezeichnet hätte. Aber wir haben es ja auch von Sarah Wagenknecht heute gehört, dass wir auch viel über kulturelle Fragen, identitätspolitische Fragen, auch außenpolitische Fragen, Fragen von Krieg und Frieden sprechen und dass dort gar nicht mehr so einfach ist, links und rechts klar zuzuordnen. Und hinzu kommt natürlich Stichwort AfD,
dass wir einfach eine sehr, sehr große Unzufriedenheit mit der Ampelregierung haben. Und das ist, wenn man so will, die Gefahr, die für die AfD besteht. Hier ist, das hat man heute sehr, sehr deutlich gemerkt, eine weitere politische Kraft mit einer sehr prominenten Person an der Spitze, die genau diese Unzufriedenheit in ihre Bahnen lenken möchte, die sich als Alternative zu dieser Regierung präsentieren möchte. Das gelingt der AfD bisher sehr gut, aber da bekommt sie jetzt starke Konkurrenz. Insofern ist es auch für die AfD sicherlich eine neue Konkurrenz. Bei der CDU wäre ich so ein wenig vorsichtiger. Klar, auch die CDU ist Opposition und wir sehen hier einfach, dass die Opposition größer wird. Aber die Schnittmengen dort scheinen mir inhaltlich doch kleiner zu sein und auch von der Art, wie hier Protest formuliert wird und wie man versucht, Unzufriedene in die eigene Richtung zu lenken, ist es doch ein etwas anderes Modell. Bleiben wir noch mal kurz bei der AfD. Also die Migrationspolitik dieser neuen Partei, Bündnis Sahra Wagenknechts, haben wir jetzt schon gehört. Die ist ja wesentlich gemäßigter und so ganz klar sind die Positionen ja auch noch nicht. Warum sollte das für AfD-Wählerinnen und Wähler dennoch attraktiv sein, beim nächsten Mal das Kreuz beim BSW zu machen? Ja, das ist ein wichtiger Punkt, weil er eben auch zeigt, dass die Gründe für eine AfD-Wahl sehr verschieden sein können. Es gibt sicherlich Personen, und das sind nicht wenige inzwischen, die AfD wegen ihrer Position wählen, gerade eben auch wegen ihrer migrationskritischen Positionen. Und da hat BSW, da hat Sahra Wagenknecht und das Team, das wir gerade gesehen haben, durchaus versucht, sozusagen Skepsis, Kritik am bestehenden Migrationssystem zu äußern, aber weitaus moderater, als wir das von Seiten der AfD hören. Also ich glaube, es geht nicht darum, diese wirklichen Migrationsgegner in die eigene Richtung zu lenken, sondern wirklich eher diesen zweiten Pool, dieses zweite Reservoir von Wählerinnen und Wählern, die bisher vor allem bei der AfD landen, nämlich die aus einer großen Unzufriedenheit, einer Wut heraus auch gegen die Regierung AfD wählen. Und die will man jetzt in Richtung BSW, in Richtung Bündnis Sahra Wagenknecht lenken. Also es gibt eben nie nur den einen Grund, warum Wählerinnen und Wähler eine bestimmte Partei wählen. Und gerade dieses Reservoir von Unzufriedenen, um die wird BSW kämpfen und dort auch sehr klar sich gegen die AfD positionieren und sagen, wir sind an der Stelle eigentlich die bessere, die linkere, wenn man so will, auch Alternative mit einem moderat migrationsskeptischen Kurs, würde ich sagen. Man hat da sehr viel über das Individualrecht gesprochen, aber das war eine sehr komplexe Argumentation, die wir da gehört haben. AfD-Chef Chrupalla hat ja gesagt, er hat keine Angst vor dieser neuen Partei. Ich meine, klar, was soll er auch anderes sagen? Aber genau beobachten wird man die Entwicklung doch schon. Ja, absolut. Die spannende Frage ist, wir wissen ja aus Umfragen, dass es durchaus ein Reservoir, ein Potenzial gibt für Wählerinnen und Wähler dieser neuen Partei, die sich heute gegründet hat. Und die spannende Frage ist, nimmt es den sogenannten etablierten Parteien Wählerinnen und Wähler weg? Oder sehen wir tatsächlich, dass sich dort, wo sich der Protest sammelt, also bei AfD vor allem, dass sich dort die Stimmen jetzt anders verteilen werden? Insofern, klar, Sie haben es gerade angedeutet, natürlich kann der AfD-Chef nicht sagen, dass ihm jetzt Angst und Bange ist. Aber ich glaube, man weiß dort auch schon sehr, sehr genau, und auch das zeigen ja Umfragen, dass man neue Konkurrenz bekommen hat. Und das ist für die AfD eigentlich eine neue Situation, denn in dieser Protestrolle war man in den vergangenen Monaten doch eigentlich konkurrenzlos. Die Zeit ist jetzt vorbei. Lassen Sie uns über das Geld reden. 1,4 Millionen hat die Partei nach eigenen Angaben eingesammelt. Wie ist das einzuordnen für das, was jetzt gerade in der Pressekonferenz bekannt wurde, was Sie vorhaben? Ist es ordentlich? Ist es wenig? Na, das ist erstmal bemerkenswert durchaus. Das zeigt auch, dass es da eine gewisse Bereitschaft in verschiedenen Kreisen gibt, dieses Projekt zu unterstützen. Zugleich haben wir ja von Sahra Wagenknecht auch an verschiedenen Stellen gehört, dass sie geradezu um Förderer und Unterstützer, Unterstützerinnen geworben hat, die, selbst wenn sie kein Mitglied werden dürfen, sofort doch zumindest schon Geld spenden dürfen. Also das Geld scheint auch nach eigener Wahrnehmung der führenden Köpfe jetzt nicht ausreichend zu sein. Und das ist es auch nicht. Ein Wahlkampf ist teuer, der geht eben, was die Kosten betrifft, sehr, sehr schnell in die Millionen. Insofern 1,4 Millionen, das klingt viel. Das ist auch für eine neue Partei oder
Es war ja eigentlich noch ein Verein im ersten Schritt, durchaus eine ganze Menge, aber wird sicherlich niemals reichen, um das Projekt nachhaltig zu tragen. Also da muss sicherlich noch ein wenig mehr kommen, zumal bisher ja auch keine staatliche Parteienfinanzierung greifen kann. Das Projekt ist ja heute erst zu einer Partei geworden. Ich habe im Chat gesehen, dass sich so ein Demasi-Fanclub bei uns gegründet hat. Also da hieß es zum Beispiel, Demasi ist einer der besten Politiker in Deutschland. Danke, Sarah, dass du ihn wieder in unsere Politik zurückbringst. Jetzt heißt das Bündnis ja Sarah Wagenknecht. Ist das gewollt, dass auch andere neben Sarah Wagenknecht eventuell so stark bestehen? Ja, ich habe eben so halb im Scherz mal kurz getwittert, ob man es nicht besser Bündnis Fabio De Masi nennen sollte, denn er war sicher sehr prägend in dieser Pressekonferenz, die wir da gerade erlebt haben. Auch rhetorisch natürlich sehr versiert, sehr präsent auf der Bühne und einer der Spitzenkandidaten für die Europawahl, denn das zeigt ja auch das Dilemma, was vor dem Bündnis Sarah Wagenknecht jetzt liegt. Sie kann nicht in allen vier Wahlen, die möglicherweise vor der Partei liegen, persönlich antreten. Das heißt, der Name alleine kann zwar auf dem Wahlzettel stehen, aber sie kann nicht als Spitzenkandidatin in all diese Wahlen reingehen. Also braucht es mehr Personen. Und mit den beiden, die wir gesehen haben, Fabio De Masi, aber natürlich auch Thomas Geisel, das sind respektable Persönlichkeiten. Letzteres, Thomas Geisel, tut der SPD natürlich auch weh, weil man hier immerhin einen früheren Oberbürgermeister auch abgeworben hat. Also das zeigt schon, einen gewissen Reiz strahlt dieses Bündnis aus. Und die Masi hier nochmal, sicher eine sehr, sehr sichtbare und präsente Figur. Das hat man eben, glaube ich, sehr schnell gemerkt. Und der Fanclub in ihrem Chat, der zeigt das ja auch. Und dennoch ist es ja so, also ich meine, wenn man eine Partei Bündnis Sarah Wagenknecht nennt, dann hat das ja auch schon ein bisschen was von Personenkult. Und Sie sagen ja auch, das ist eine ganz interessante Entwicklung. Welche Chancen stecken da drin und welche Risiken aber auch? Ja, das war sehr, sehr spannend, was wir an der Stelle heute gehört haben. Sarah Wagenknecht selber hat ja geschildert, dass es schwierig ist, eine neue Partei zu gründen, ne, dass es dafür natürlich auch Bekanntheit braucht und Sichtbarkeit auch. Sichtbarkeit auf den Stimmzetteln nicht zuletzt und dass man deswegen erstmal ihren Namen, ihre Bekanntheit nutzen will, um in diese Startphase gehen zu können. Und sehe ich in der Tat so. Das ist ein Novum, das wir hier erleben, dass sich eine Partei auch ausweislich ihres Namens tatsächlich rund um eine Person gründet. Das hatten wir so eigentlich nicht. Aber interessant war auch, dass sie gesagt hat, das gilt erstmal bis zur Bundestagswahl 2025 und danach wolle man neu überlegen, wie die Partei dann eigentlich heißen soll. Also hier soll es vor allem darum gehen, die Startphase zu erleichtern, eben die Bekanntheit von Sarah Wagenknecht, bei allem, was die Masi heute dort sozusagen gezeigt hat, ist er bei weitem nicht so bekannt, wie Sarah Wagenknecht es ist. Also klar, der Versuch hier, ihre Bekanntheit zu nutzen, um das Projekt insgesamt zum Laufen zu bringen, dann aber mit Blick auf Nachhaltigkeit und Verstetigung sich auch klarzumachen, dass sie alleine das nicht wird in die Zukunft tragen können. Also da will man dann das Schicksal der Partei doch ein wenig lösen vom Schicksal einer einzigen Person. Das ist schon eine ganz schlaue Strategie, die man sich da überlegt hat. Wir haben im Chat hier auch noch eine Diskussion über die Russlandnähe von Sarah Wagenknecht, mit der sie immer wieder in Verbindung gebracht wird. Da gibt es verschiedene Kommentare. Zum Beispiel schreibt Nanook, ihre Politik würde den Untergang der Ukraine bedeuten. Oder ein anderer Kommentar, eine Partei, die sich für den Frieden einsetzt, viel verlogener geht das ja schon kaum mehr, so wie hier in Russlands Aggression systematisch beschönigt wird. Und dann gibt es auch noch eine Frage. Die Partei möchte einen Stopp von Waffenlieferungen in Kriegsgebiete. An sich hört das sich ja gut an, aber wie will die neue Partei das durchsetzen? Ja, ich glaube, da muss man ehrlicherweise sagen, es geht um den ersten Teil. Es hört sich gut an und richtig ist natürlich, wenn man auf das Parteiensystem schaut, dann gibt es keine politische Kraft, die die Unterstützung der Ukraine abschwächen will oder relativieren will, sondern da ist, was die sogenannten etablierten Parteien betrifft, doch eigentlich großer Konsens. Zugleich sehen wir in Umfragen, dass viele Menschen auf diesen Krieg mit durchaus Sorge schauen, dass sie sich einen Frieden wünschen. Und insofern ist eine Positionierung, die hier sagt, wir wollen Frieden und wir sind da auch ganz anders als die anderen Parteien, erstmal
strategisch durchaus eine gute Aufstellung. Wie das am Ende funktionieren soll, das klingt jetzt etwas zynisch, aber das muss die Partei heute ja nicht unbedingt interessieren, in der Verantwortung steht sie ja nun mal nicht. Ne, wir haben ja auch viel gehört, hier Frieden war möglich, das hat man versäumt, aber das muss man eben weiter versuchen. Ehrlicherweise wird niemand gegen eine solche Positionierung etwas sagen, aber in der Akzentuierung, in dem, was man herausstellt als die eigene Politik, klingt es eben doch anders als das, was wir von anderer Seite hören. Und das kann sicherlich nochmal dazu beitragen, dass die Partei den einen oder anderen Bürger, Bürgerin in ihre Richtung ziehen kann. Tommy Gann schreibt auf YouTube, die Wagenknecht-Partei wird die SPD halbieren und auch der AfD viele Wähler wegnehmen. Und wenn jetzt noch die Werteunion sich von der CDU abspaltet und eine Partei gründet, dann sind die Volksparteien tot. Also dazu muss man sagen, Hans-Georg Maaßen, der frühere Verfassungsschutzchef und eben gleichzeitig auch Vorsitzender der Werteunion, hat auch angekündigt, dass er eine neue Partei gründen wird. Da muss man dann mal abwarten, was daraus wird. Aber wo sehen Sie das Risiko? Wie groß sehen Sie das, das, was Tommy schreibt, dass die Volksparteien in Gefahr sind? Na, richtig ist natürlich, dass wenn man sich das in längerer Sicht anschaut, dass die kombinierten Anteile von Union und SPD im Zeitverlauf deutlich, deutlich zurückgegangen sind. Und wir bei der Bundestagswahl 2021 erstmals eine Situation hatten, dass der Anteil unter 50% lag. Stand heute wäre der Anteil noch geringer, ausweislich von Umfragen. Also da ist ohne Zweifel mehr Dynamik im Parteienwettbewerb drin. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, sind Parteineugründungen, erfolgreiche Parteineugründungen, doch vergleichsweise selten. Wenn wir uns das anschauen, dann sind die Grünen entstanden, die Linke und die AfD, aber das war es eigentlich auch in der jüngeren Vergangenheit. Es ist jetzt nicht so, dass permanent neue Parteien sich problemlos etablieren können. Und auch das haben wir in der Pressekonferenz ja hören können, was das für organisatorische Herausforderungen sind, wie groß der Wettbewerb damit natürlich auch wird. Denken wir an die Piraten beispielsweise, über die haben wir vor 10 Jahren mal kurzzeitig geredet, die sind dann eigentlich recht geräuschlos wieder verschwunden. Also da ist eine Chance da, ich will das gar nicht kleinreden, aber das ist alles andere als ein Automatismus und Dynamik heißt natürlich auch, ja, das schafft Chancen für neue Parteien, aber es heißt natürlich auch, dass diese kleinen Parteien sehr schnell auch in schwieriges Terrain, in schwieriges Fahrwasser kommen können. Also da wäre ich insgesamt ein bisschen vorsichtiger. Vieles in Bewegung, aber das ist nicht unbedingt immer automatisch in eine Richtung nur sozusagen laufend, sondern das kann sich mal nach oben, mal nach unten bewegen. Das heißt, verstehe ich Sie richtig, dass Sie die Situation jetzt erstmal entspannt beobachten? Denn es heißt ja oft, dass viele kleine Parteien in der Parteienlandschaft eben auch eine Gefahr darstellen können. Zumindest macht es Regierungsbildungsprozesse schwieriger, das ist völlig unbestritten. Nur muss man eben sehen, die Situation ist nicht so, dass wir 10, 15 Parteien im Parlament haben, sondern wir reden jetzt darüber, dass noch eine weitere Partei vielleicht dazukommt. Ob das so kommen wird oder nicht, wissen wir gar nicht, ehrlicherweise. Aber ich will nur darauf hinweisen, dass wir manchmal auch mit Blick auf die AfD Debatten so führen, als könne es für die AfD automatisch nur nach oben gehen. Das hat es in der jüngeren Vergangenheit auch getan, ja. Aber auch für die AfD haben wir schon Hochphasen, aber auch Rückgänge, Tiefpunkte erlebt. Und warum sollte es nicht auch bei diesem neuen Bündnis der Fall sein? Der echte Test, ob es gelingt, dieses Momentum, was wir da gerade gesehen haben, auf die Straße zu bringen, das wird die Zukunft, das werden konkrete Wahlen zeigen. Die Faszination ist groß, das hat ja auch die Pressekonferenz mit den vielen, vielen Fragen gezeigt. Aber oft ist der wirkliche Beweis, dass es läuft, ja dann wirklich die harte tägliche Kernarbeit. Und das wird man dann tatsächlich sehen, wie gut das der Partei gelingen wird. Also, dann stellen wir die letzte Frage, die kommt auch aus dem Chat. Hier heißt es, Frage an den Professor, wird mit Sarah das Bürgergeld erhöht? Ja, auch da haben wir interessante Nuancen gehört. Thomas Geisler hat gesagt, er lehnt ein bedingungsloses Grundeinkommen strikt ab. Wir haben auch was gehört, Bürgergeld mit Blick auf Ukraine, Menschen aus der Ukraine, die bei uns sind. Da waren durchaus auch zögerliche Worte dabei. Ich wäre da vorsichtig. Wir haben insgesamt wenig Konkretes gehört gerade. Wir haben so Verweise auf entstehende Programme gehört. Aber was das am Ende ganz genau bedeutet, das blieb eigentlich heute offen.
gehört haben wir, man will sehr vernünftig sein, viel Sachverstand, viel Pragmatismus und man will sozusagen auch den Protest dem wieder eine andere Alternative als die AfD geben. Aber was das im Detail in einzelnen Politikfeldern bedeuten wird, die Antwort ist das BSW heute noch schuldig geblieben. Das ist aber ehrlicherweise auch okay für eine neue Partei, dass die nicht sofort sozusagen auf alle Fragen Antworten hat. Trotzdem darf man gespannt sein, wie die dann ausfallen werden. Absolut, es ist ein Prozess. Vielen Dank, Professor Faas, für Ihre Einschätzung und Analyse zur Gründung der Partei Bündnis Sarah Wagenknecht. Machen Sie es gut. Vielen Dank. Tschüss. Sehr gerne. Tschüss. Ja, und damit möchte ich mich auch bei euch bedanken für eure Fragen und Kommentare. ZDF heute live. Bis bald. Macht's gut. Tschüss.